Peggy 3. Hallo und schönen guten Abend heute hier am Feiertag von der Nordschleife, besser gesagt aus der grünen Hölle zum nächsten auf der GT Multiclass Series. Meine Stimme ist vielleicht heute ein bisschen angeschlagen, denn klar, am Männertag ist man auch mal feiern. Dementsprechend kann es gut möglich sein, dass meine Stimme nicht mehr so die beste ist und ich auch nicht unbedingt 110% fit bin heute. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich wie immer mein Bestes geben. Mein Name ist Bernd Schmidt. Der Stream wird Ihnen präsentiert vom Hotel Tannhof, der Sport Factory und seit neuestem auch von Racetrack Art, einer der neuen Partner bei Sim Racing United. Und Racetrack Art, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, haben jetzt über das Wochenende der 24-Stunden-Nordschleife auch eine 20%-Aktion bei sich. Also wer da mal interessiert ist, eine schöne aus Holz geschnitzte Rennstrecke an der Wand zu haben, einfach mal vorbeigucken bei den Jungs. Haben sehr coole Sachen und eben jetzt dieses Wochenende dann auch schön im Angebot. Wir warten jetzt darauf, dass das Qualifying losgeht und dann werde ich mir Jura Petritschenko hier in den Channel holen. Der wird uns dann eine Runde in seinem Porsche präsentieren. Ich muss mir schon mal dafür gleich genau hier diese Zeile holen, um ihn dann auch gleich zu finden. Da wir unsere andere Übersicht ja wie immer kurz am Start verlieren werden.
warten auch immer darauf, dass der Server umspringt. Es befinden sich, so wie ich gerade die Info bekommen habe, wohl noch ein paar Fahrzeuge auf einer Runde, weshalb wir hier weiter noch in der Overtime hängen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir schon gleich in der Qualifikation sind, um dass wir sofort mit der fliegenden Runde anfangen können, bevor wir dann gleich noch zu den Meisterschaftsübersichten bekommen. Freundlicherweise wurden uns da jetzt auch schöne Grafiken zur Verfügung gestellt, dass wir das dann noch ein bisschen besser für Sie rüberbringen können. Ich warte jetzt genauso wie Sie eigentlich nur auf den Übergang ins Qualifying, dass wir mit dem geplanten Programm anfangen können. Aber es läuft nie wie geplant. Der ein oder andere kennt das sicher auch schon aus eigener Erfahrung. Ich lese schon im Chat, ja, der Kameramann, der könnte ich sein. Können wir mal gucken. Ja, die Kamera ist vielleicht ein bisschen besser, auch wenn der gute Mann hier auch ein bisschen am Wackeln ist. Schauen wir mal eben auf unserer anderen App, ob wir da irgendwo einen Fahrer finden, der sich jetzt noch auf der Runde befindet. Und dann ist es Hannes Hickel, der hier noch auf der Nordschleife unterwegs ist und uns hier die Overtime etwas verlängert. Und er befindet sich, jetzt muss ich gerade gucken, es dürfte der mittlere Teil der Nordschleife sein, wo sich Hannes Hickel gerade befindet. Relativ der mittlere Teil. Da parkt er jetzt dann sein Auto und dann müsste es eigentlich aus der Overtime hinausgehen, sobald er dann die Escape-Taste gedrückt hat. Und dann müssten wir eigentlich auch gleich ins Qualifying überspringen. Sofern denn Hannes Hickel an die Box geht, das macht er. So, schauen wir einmal kurz weiter durch. Diese etwas unschöne Leiste da unten möchte ich entschuldigen. Thomas Ott auch noch auf der Strecke unterwegs. Er aber schon relativ am Ende der Nordschleife, kommt jetzt über den Pflanzgarten 1 und dann kommt der Umsprung. Wir drücken direkt auf Race, holen uns Jura Petritschenko auch direkt in den Channel hoch. Grüß dich Jura, wir sind schon direkt bei dir auf dem Fahrzeug drauf und wenn du möchtest, dürftest du direkt mit der Streckenvorstellung beginnen. Na gut, also wir fahren hier in die Mercedes Arena. Schön im dritten Gang, runterbremsen auf den zweiten, innen bleiben, schön aus der Schikane rauskommen, durchbeschleunigen bis zum vierten Gang, zweiten, sehr schwierige Kurve, viel Geduld haben, rausbeschleunigen. Hier muss man auf die Gerade sehr gut rauskommen. Viel untersteuern. So, nach der Schikane verlassen wir dann die GP-Strecke. Schikane wird im dritten Gang gefahren. Vorsicht auf die Curbs, nicht treffen. So, 4, viel Geduld, nicht zu früh aufs Gas. So, und dann kommen wir in die Hatzenbach-Kurven. Je nach Setup geht es hier voll, bis zum fünften Gang. Hart anbremsen, innen bleiben, nicht so weit nach außen. Schikane, kann man Curb mitnehmen, je nach Setup. So, Richtung Flugplatz. Viel Schwung mitnehmen. Je nach Setup kann man Flugplatz vollfahren. Beim Porsche ist es nicht ganz. Kurz lupfen, wieder aufs Gas. Das Schwedenkreuz geht auch voll. Bisschen hier langsamer rechts, hart anbremsen, den zweiten Gang,
möglichst innen bleiben, viel Schwung rausnehmen. Fuchsröhre geht voll bis zum sechsten Gang, ca. 270. Hier sehr langsame Kurven bis ins zweite Gang, alle nach Forst, extrem schwierig, muss man sehr guten Ausgang erwischen. Die schnelle links, muss man aufpassen, nicht so weit nach außen tragen lassen. Schön innen bleiben, hier ebenso, schön am Körper dran, Schikane gut erwischen. So, bis ins zweite Gang. Nicht aufs Körb kommen. Je nach Setup geht's hier voll. So, hier schön innen bleiben. Die dreifach rechts. Schon fahren wir gleich auf die Breitschattbrücke. Viele Zuschauer auf der rechten Seite. Kann man winken. Bis ins dritte Gang. Schön innen bleiben, nicht aufs Körb kommen. Hier ebenso. Nicht so weit nach außen tragen lassen. Die Körbs sind hier Mords. So, Bergwerk aufpassen, viel Schwung mitnehmen, spät bremsen, so spät wie es geht. Viel Schwung mitnehmen, zweite Gang raus beschleunigen, bis zur Mutkurve. Hässlichen kann man hier schön innen bleiben, dann spart man ein paar Hundertstel. Mutkurve geht im fünften Gang, einmal zurückschalten, kurz lupfen, Vollgas. Hier geht's auch voll, innen bleiben, nicht ins Gras. Hart anbremsen, zweiten Gang, innen bleiben, da ist am meisten Grip. Viel Traktion gefragt. So, und dann fahren wir auf die berühmte Karussell. Nicht so viel riskieren. Schön innen bleiben und raus beschleunigen. Dann fahren wir in Richtung Ruhe 8. Auch ganz viel Geduld gefragt, nicht übertreiben. Schön rollen lassen in die Kurven. Vierter, dritter, nicht auf Grip kommen, kann gefährlich werden. Hier schön innen bleiben, da ist am meisten Grip. Und wieder nicht nach außen, Grip ist sehr gefährlich. Kommt die schnelle Schikane. Kann man Grip mitnehmen. Spart Zeit. Eschbach. Hier innen bleiben, nicht so weit nach außen, sonst ist die Leitplanke da. So, die nächste rechts, sehr schwierig, weit innen bleiben, nicht nach außen tragen lassen, da ist Kies. Hier ebenso, innen bleiben, die Kurve macht zu. So, dann fahren wir Richtung Pflanzgarten. Kurz abheben. Ich bremse eher früher, alles ist springen. So, dann fahren wir in Pflanzgarten 2. Stefan Bellos S. So, hier sehr gefährliche Kurve. Nicht zu viel riskieren, sonst Leitplanke ist in Sicht. Schwalbenschwanz, nicht nach außen tragen lassen, Körb sehr gefährlich. Kleine Karussell. Auto hebelt aus, wie man es gesehen hat. Sehr schwierig für den Porsche. Hier auch. So, und so sollte man es natürlich nicht machen. Weil Richtung Deutinger Höhe braucht man sehr viel Geschwindigkeit. Beim Porsche sind es ca. 290, bei allen anderen Autos ist es weit über 290, also da sind wir eher im Nachteil.
Allgemein ist es keine Porsche-Strecke, sehr viel Unwell, das mag der Porsche überhaupt nicht, der häkelt ständig aus. So. Dann fahren wir schon Richtung Gebirgsstrecke wieder. Vorsichtig, nicht übertreiben, früh bremsen. So. Und schon sind wir auf der Start- und Zielgeraden wieder. Dann danke ich dir vielmals für die Streckenvorstellung, Jura, und schiebe dich jetzt wieder runter in den anderen Channel und viel Glück und Erfolg im Qualifying und im Rennen. Danke. So, das war dann eine Runde hier auf der Nürburgring Nordschleife. Ich hoffe, Sie konnten Jura soweit sehr gut verstehen. Ich muss jetzt einmal kurz hier noch alles wieder zurück präparieren und mir dann kurz einen anderen Fahrer suchen, der sich bereits auf einer Runde befindet. Das war Tobias Taito. Und solange die Fahrer sich jetzt hier in ihrer ersten gezeiteten Runde befinden, nehmen wir uns die Zeit und blicken hier noch einmal schnell auf die Gesamtwertung. Ich hoffe, das funktioniert auch wie gewollt. So ist es. Also der Blick in die GT2-Klasse, führender weiterhin Herbert Putz, 29 Punkte Vorsprung auf Falco Sanders, dem einzigen Ferrari-Piloten im Feld. Dann der Teamkollege von Herbert Putz auf der 3, gerade mal 3 Punkte hinter Heiko Sanders zurück. Auf der 4 dann Georg Heger mit 89 Punkten, da ist schon die Lücke etwas größer wieder geworden. 7 Punkte Vorsprung auf Thomas Hübner. Und dann haben wir einen Sprung von 20 Punkten runter zu Markus Gertschak auf der 6. Position, der wiederum 7 Punkte Vorsprung auf Günther Jahn hat. Und auf der 8. und damit letzten Position haben wir dann Fatih Demirci, der heute nicht dabei ist. Er befindet sich nämlich in den Staaten auf Urlaub. Sei ihm auch gegönnt, solltest du zugucken an dieser Stelle. Schöne Grüße nach Amerika. Und wir machen direkt weiter mit dem Blick auf die Teamwertung in der GT2-Klasse. Da ist es das Medal of Honor Engineering Team 1, was mit 228 Punkten einen großen Vorsprung auf das Schwesterteam hat. Es sind 57 Punkte, die dort die ersten beiden schon trennen. Auf der 3 haben wir dann das Team DTMR, dort Heiko Sanders, der einzige Vertreter, deswegen da auch die Lücke schon 70 Punkte zu dem zweiten Platz. Nach unten hin geht es genauso weiter. Markus Gertschak, einziger Fahrer im No Limit Motorsport Team. Auch da sind es dann schon 39 Punkte Rückstand. Dann auf der 5. Platzierung dann das Zero Racing Team, dort Günther Jahr mit seiner Corvette unterwegs. Und er kann die Lücke zu No Limit vielleicht heute schließen und sich den 4. Platz wiederholen. Wir sind gespannt, was das Rennen uns hier bringen wird. Und nehmen jetzt den Blick auf die Königsklasse hier im Feld, nämlich die GT3-Fahrerwertung. Und da haben wir Jura Petritschenko, der uns gerade noch die Strecke vorgestellt hat, als Meisterschaftsführenden 25 Punkte vor seinen Teamkollegen Alexander Grote. Knapp dahinter dann Sascha Krupp. Vor Markus Walter, der bisher nur auf der 4 ist. Und da fällt mir schon ein kleiner Schreibfehler auf, denn Markus Walter schreibt sich ohne H. Aber das überspringen wir ganz schnell. Gehen wir zum 5-Platzierten Tobias Taito, den wir hier gerade auf seiner ersten schnellen Runde im Bild haben im Hintergrund. Dahinter dann Michael Nord vom Grip Racing Team, 9 Punkte vor Ralf Stingel, der gerade mal noch 3 Punkte auf Oliver Krupp anpolster hat. Dann haben wir Andrea Schröder auf der 9, ein Pünktchen dahinter, dann Felix Blankenburg, der die Top 10 abrundet. Und die folgenden sind dann noch Dominik Pieper, Ergin Karakusch, Markus Grünes, Stefan Gautsche, Matthias Liebig, beide punktgleich auf den Positionen 14. Der Blick in die Konstrukteurswertung bzw. die Teamwertung in der GT3, natürlich das Pac-Man-Team bestehend aus Grote und Petritschenko in Führung.
mit 102 Punkten der Abstand schon zu GPRT auf der zweiten Position. Knapp dahinter, gerade mal 8 Punkte weg, ist das SimRacingTools.de Team auf der 3. Vor Blackhawk Racing 3, dort dann auch schon eine 12-Punkte-Lücke. Und für Blackhawk Racing 3 wird es langsam eng, den vierten Platz zu verteidigen. 3 Punkte Vorsprung, Sie sehen es, auch das X-Drive Performance Team. Dahinter dann Crip Racing Team 2 vor Morelia Viridis. Dann das Crip Racing Team 1 vor dem No Impact Racing Team und auf der 10 dann Krupp Motorsport. Und auf den Folgeplätzen haben wir dann noch Blackhawk Racing 1, Curzon Vector, Blackhawk Racing 4, Extreme Team Motorsports 1 und das Checkmate Racing Team auf der 15. Position. Ja, ich lese es gerade, die Relegation läuft auch, da muss ich mich leider von verabschieden. Die wäre eigentlich heute auch noch im Programm gewesen. Man kann mich ja vielleicht im Chat mal auf dem Laufenden halten. Ich werde jetzt mal ganz kurz mir was zu trinken holen und vielleicht nochmal eine Kleinigkeit essen, um diesen Restalkohol ein bisschen besser loszuwerden. Und melde mich dann gleich zur Zeit, wenn dann die ersten Zeiten eingefahren worden sind.
So, mit ein bisschen was wieder im Magen. Melden wir uns auch stimmlich wieder hier aus der grünen Hölle zurück. Herbert Putz momentan auf einer weiteren gezeiteten Runde unterwegs. Wir können es unten am Delta sehen. 2 Sekunden hat er momentan auf seine Bestzeit. Für ihn steht momentan die 13. Startposition zu Buche. Das ist die 3. Startposition in der GT2-Klasse. Vorläufige Pole Position von Jura Petritschenko in seinem Porsche mit einer 7,56,6. Dann Markus Walter mit einer 7,58,1 zur Reihstänge. Er mit einer 7,58,4. Dementsprechend, wir sehen es, die Zeiten alle sehr, sehr eng beieinander. Ausgenommen Jura Petritschenko, der da vorne dann doch schon dementsprechend ein gutes Feuerwerk hier auf seiner fliegenden Runde abgebrannt hat. Und ich werfe gerade mal einen Blick in die Zeiten aus den letzten 2 Wochen. Dort hatten wir Jura Petritschenko mit einer 7,54,0. Also dementsprechend ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Schauen wir eben, Herbert Putz hat eine 8,035 in den vergangenen 2 Wochen aufgestellt. Ist mit einer 8,043 dementsprechend nahe schon an seine Trainingszeit aus den letzten Wochen herangefahren. Er beendet jetzt hier seine Runde. Markus Walter wärmt hier gerade noch die Reifen auf der Döttinger Höhe. Dementsprechend wird er gleich seine nächste schnelle Runde beginnen. Ich schau mal ein bisschen durchs Feld, ob wir noch einen Fahrer haben, der sich auf einer Runde befindet. Hanf, das ist Outlap. Thomas Schmidt, das ist auch Outlap. Michael Nord, das ist auch eine Outlap. Bis hierhin braucht man dann doch keine 3 Minuten, auch wenn die Nordschleife dementsprechend lang ist. Schauen wir mal zu einem der Piloten nach vorne, zu Markus Grünes. Aber auch dort ist es noch die Outlap. Der Pole-Sitter Georg Heger. Auch er befindet sich hier in der Outlap. Dementsprechend erscheinen wir zum Markus Walter, der hier gerade seine nächste schnelle Runde in Angriff nimmt. 17 Minuten vor Schluss. Da würden sich noch 2 Runden für den BMW-Piloten hier an der Schleife ausgehen. Wir haben die unterschiedlichsten Herangehensweisen hier für das Qualifying am heutigen Abend schon gesehen. Es gab Fahrer, die haben 2 Runden am Stück gefahren. Und dann gab es auch die Fahrer, die das übliche Qualifying-Prozedere durchgezogen haben. 1 Runde, dann schnell via Escape das Fahrzeug quasi wieder an die Box gestellt, um dann auf die nächste schnelle Runde herauszugehen. Und dann sind wir gespannt, ob Markus Walter schafft, sich hier auf dieser Runde mit seinem Z4 nochmal zu verbessern. Wir haben ja heute 90 Minuten Rennaction im Programm. Ich hoffe, meine Stimme, mein gesamter Zustand schafft das am heutigen Abend auch dementsprechend. Wir haben Markus Walter hier mit seinem Z4 um die Schleife donnert in dem Traditionsfahrzeug, was ja auch viele 24-Stunden-Rennen hier an der Nürburgring-Nordschleife mitgemacht hat, wurde er abgelöst durch den BMW M6. Dort sind wir auch gespannt, wie natürlich da dann das Rennen am Wochenende aussehen wird. Ich denke, viele fiebern da auch schon drauf hin, beziehungsweise werden vielleicht auch live vor Ort sein. Nach dem heutigen Sim-Racing-Event, was wir hier an der Nordschleife haben, sich dann das Original-Event zu Gemüte zu führen. Als jenes Markus Walter ist knapp an seiner Zeit dran, aber er hat noch ein ganzes Stück Strecke vor sich. Kommt jetzt hier Stelle Aremberg durch die Fuchsröhre, ja, und da war der Fehler dann beim Aremberg, ging es zu weit raus, springt über den Körb, verliert das Fahrzeug, schlägt ein, das ist eben genau diese Tücke,
die die Nordschleife hier mit sich bringt. Drei Stänge noch auf einer Outlap unterwegs. Schauen wir mal zu Jura Petritschenko. Das ist laut Data auch eher eine Outlap als die eine gezeitete Runde des Porsche-Piloten. Dann müssten wir aber Dominik Pieper auf einer gezeiteten Runde haben. Haben wir auch nicht. Dann geht der Blick mal ein bisschen weiter nach hinten durchs Feld. Auch dort die Fahrer mehr mit einer Outlap beschäftigt als wie mit einer gezeiteten Runde, was hier auf der Nordschleife natürlich häufig der Fall ist, denn man geht im Qualifying doch auch gerne mal über das Limit hinüber weg. Wie man hier schon gut sehen kann, während Walter Hanf genau das Limit überschossen hat. Die Leitplanken sind hier nun mal sehr nah an der Strecke, da die Nordschleife ja auch schon dementsprechend lange besteht, wurde hier natürlich nichts erweitert mit großartigen Auslaufzonen, wie wir sie von aktuelleren Strecken kennen. Hier gilt noch das gute alte Prinzip, jeder Fehler wird direkt bestraft. Das müssen die Fahrer auch hier im Qualifying schon merken. Wir haben jetzt zeitnah von Michael Nord mit einer 8.032 auf der 11 und dann war es Stefan Gautsch mit einer 8.119 auf der gesamt 20. Startposition, während Thomas Ott auf einem guten Weg der Verbesserung ist. 8 Zehntel momentan für ihn. Noch im grünen Bereich, jetzt hier durch Brünnchen hindurch, geht es gleich Anfahrt Richtung Pflanzgarten 1. Der erste kleine Sprunghügel hier auf der Strecke. Sehen wir jetzt gut, wie er hier über diesen Hügel ganz kurz abhebt. Kurz die Bremse vorher antippen, Eingang runterschalten. Geht es hier direkt zum Pflanzgarten 2, den zweiten Sprung. Heutzutage haben die Fahrzeuge nicht mehr so hohe Abhebezeiten, sage ich jetzt mal, durch den erhöhten Anpressdruck. Da hat man zu den früheren Zeiten spektakuläre Flüge und Sprünge über diese Kuppen gesehen. Jetzt durch das kleine Karussell hindurch. Jura Petritschenko hat es ja vorhin bei der Streckenvorstellung gesagt. Eine Stelle, die dem Porsche nicht ganz so liegt. Thomas Ott macht das aber hier sehr gut. Jetzt noch durch den Galgenkopf hindurch. Und dann kann sich Thomas Ott quasi erstmal im Fahrzeug zurücklehnen und ausruhen, wenn es hier die Döttinger Höhe dann hinuntergeht. Den Fuß, den rechten lange unten auf dem Bodenblech lassen. Das Fahrzeug einfach einmal gerade auslaufen lassen. Nichtsdestotrotz das Lenkrad gut festhalten, denn Sie sehen schon, wie der Porsche dort auch leicht am Wippen ist. Die gerade hier also nicht komplett eben, während vor ihm einer der Porsche-Piloten damit noch beschäftigt ist, seine Reifen auf Temperatur zu bringen. So, jetzt einmal noch gut durch den Tiergarten hindurchkommen, dann geht das auf Start und Ziel für Thomas Ott. Das sieht auf jeden Fall nach einer Verbesserung für ihn aus. So ist es. 8.053 für Thomas Ott. Damit die vorläufig gesamt 13. Startposition in der Porsche vor ihm. Das ist Lennart Marionek gewesen. Beziehungsweise das ist Lennart Marionek, der gerade seine schnelle Runde angeht. Wir schauen aber mal ein bisschen weiter nach vorne zu Fahrern, die schon etwas weiter auf ihrer Runde sind, wie zum Beispiel Jura Petritschenko, der hier nochmal versucht, seine Zeit zu verbessern. Ich werde jetzt mal ein bisschen durchs Feld klicken, beziehungsweise mich einmal hindurch stöbern, ob wir noch jemanden haben, der noch ein bisschen weiter vorne ist. Aber viele noch auf ihrer Outlap unterwegs. Die Strecke ja hier dementsprechend lang. Wir sind jetzt an den Rundenzeiten. Gute 8 Minuten kann man hier pro Runde rechnen. In der Outlap ist man natürlich dementsprechend noch ein bisschen langsamer unterwegs. Bei Thomas Schmidt ist es auch immer noch eine Auslaufrunde und er muss sich jetzt dann mitunter ranhalten, denn wir haben nur noch 9,5 Minuten auf der Uhr.
Da wird es dann schon nur noch für eine Runde reichen. Momentan die 25. Position für ihn. Damit wird er nicht zufrieden sein. Der Blick zu Tobias Altner, auch bei ihm die Auslaufrunde. Schauen wir mal durch GT2 fällt hindurch. Thomas Hübner, der auch noch auf einer Auslaufrunde unterwegs ist. Dementsprechend gehen wir also zu Jura Petritschenko, dem momentan Pole-Sitter, er ja auf einer aktuellen Runde unterwegs. Knapp eine halbe Sekunde auf seine eigene Bestzeit momentan. Wenn er das Tempo so halten kann, wird er die Zeit hier auch dementsprechend nochmal drücken können. Petritschenko, er ja am heutigen Abend mit 50 Kilo Erfolgsgewicht auch ausgestattet und diese 50 Kilo, die können hier auf der Nordschleife um die 5 Sekunden ausmachen gegenüber einem Fahrzeug, das ohne Zusatzgewicht unterwegs ist. Das ist dann auch dementsprechend viel, wenn man überlegt, dass man ansonsten auf den Strecken circa einen Zeitunterschied von knapp einer Sekunde plus hat. Das aber natürlich auch dementsprechend der Streckenlänge geschuldet, denn wir haben ja hier über 20 Kilometer auf eine Runde. Dementsprechend natürlich auch der Zeitverlust mit dem Gewicht bei weitem höher. Wir sehen es, wir haben noch 6 Minuten und 40 Sekunden auf der Uhr. Dementsprechend alle Fahrer, die jetzt an der Box sind, durch ein P hinter dem Namen gekennzeichnet, werden auch keine Möglichkeit mehr haben, eine weitere schnelle Runde zu beginnen. Das gilt für Michael Behrendt, Markus Grünes, Michael Nord, Thomas Ott. Muss ich dann schnell dann doch nochmal gucken. Steve Hartwig, genauso wie Matthias Liebig, Tobias Altner, Thomas Brenner, Bernhard Jansen, der heute in Grid 1 unterwegs ist, und Sven Euskirchen. Das also die Fahrer, die wir nicht mehr sehen werden für eine schnelle Runde am heutigen Abend für das Rennen. Jura Petritschenko, der weiterhin darum kämpft, seine Zeit nochmal zu verbessern. Aber er hat ja gute anderthalb Sekunden Vorsprung auf den aktuell zweitplatzierten Markus Walter. Der Druck also nicht allzu groß. Wir können ja mal den Blick zu Markus Walter wagen. Er beginnt gerade seine letzte fliegende Runde. Dementsprechend wird es da noch gute 8 Minuten dauern, bis wir sehen, ob Markus Walter sich verbessern kann. Dominik Pieper hat sein Qualifying beendet. Ralf Stingel ist auch auf einer schnellen Runde unterwegs. 6 Zehntel momentan auf seine persönliche Bestzeit. Er im Bereich der hohen 8 unterwegs mit seinem Audi R8 LMS Ultra. Tobias Taito, selbe Fahrzeugmarke, und er befindet sich bereits auf der Döttinger Höhe. Und dann bleiben wir dementsprechend auch direkt mal beim Audi-Piloten. Wenn die Delta-Zeit stimmen sollte, dann könnte das eine neue absolute Bestzeit werden. Stefan Gautsch mit einer 8.08.6 jetzt über Start und Ziel gekommen. Das entspricht dann der 17. Position. Und nachdem dort unten gerade das Timing umgesprungen ist bei Tobias Taito, während Stefan Gautsch seine Qualifikation beendet,
gehe ich davon aus, dass Taito jetzt erst wieder auf eine fliegende Runde hinausgeht. Dementsprechend war dort vielleicht ein Cut in dieser Runde bei ihm gewesen. Nö. Da spielt uns dann die Technik einen kleinen Streich und Tobias Taito setzt eine neue Pole Position mit einer 7:56.248, 14. schneller als dieser Mann hier, Jura Petritschenko. Wir sehen unten rechts, das Timing hat uns da dezent im Stich gelassen. Petritschenko, der hier nochmal auf eine weitere schnelle Runde gehen könnte. Die Zeit würde noch ausreichen, denn diese Runde wird keine Verbesserung bringen für den Porsche-Piloten. Er aber auf der Bremse beendet, also sein Qualifying stand jetzt zweite Startposition für den Porsche-Piloten. Ralf Stingel auf der Dettinger Höhe in seinem Audi, momentan gute anderthalb Zehntel schneller als die persönliche Bestzeit. Das würde nur für eine zeitliche Verbesserung reichen, jedoch nicht, um die Position verbessern zu können. Ich habe auch immer noch Markus Walter im Blick. Solange der Name weiß ist, befindet er sich auf jeden Fall weiterhin auf seiner schnellen Runde. Erst wenn der Name gelb wird, dann war es das. Während Ralf Stingel hier im Bereich Tiergarten dann wieder ein bisschen was an Zeit verliert. Es sollte sich dennoch für eine Verbesserung ausgehen. 7:58.286 für den Audi-Piloten. Vielleicht hängt er noch eine Runde dran, genug Zeit wäre noch für ihn, aber da beendet er dann sein Qualifying etwas spektakulär. Felix Blankenburg, ein weiterer Porsche-Pilot hier unterwegs mit persönlicher Verbesserung im Bereich Galgenkopf. Kommt jetzt auf die Döttinger Höhe heraus. Wir schauen mal eben, wo sich Markus Walter befindet. Walter noch relativ am Anfang rund um den Bereich Exmühle unterwegs. Dementsprechend können wir zurückgehen zu Felix Blankenburg. Dahinter sehen wir einen Blackhawk Racing Audi. Das ist dann Walter Hanf oder Thomas Schmidt. Wir riskieren mal schnell einen Blick. Es ist Walter Hanf. Der wird sich dann noch auf eine schnelle Runde begeben. Felix Blankenburg könnte mit dieser Verbesserung nur seine Zeit verbessern. Stand jetzt. Es müssen noch 13 jetzt rausspringen, damit da noch ein bisschen mehr geht beim Porsche-Piloten. 7:58.8. Damit bleibt es bei Position 6 für ihn. Aber auch er könnte noch eine weitere Runde in Angriff nehmen. Sind wir gespannt, ob er dies nutzt. Ralf Stingel nochmal rausgefahren, das dient aber dann nur zu Trainingszwecken. Hannes Hickel auf einer Outlap, auch das dann wahrscheinlich Training mit vollem Tank. Georg Heger, der wird dort vielleicht nochmal eine weitere schnelle Runde in Angriff nehmen, während meine Stimme mich gerade langsam aber sich schon mal wieder verlässt, wie so häufig schon am heutigen Tage. Frank Leupold noch auf Verbesserungskurs unterwegs. Im neuen Design. Benjamin Osis. Er noch auf seiner Outlap. Markus Walter jetzt an der Mutkurve angekommen. Knapp ein Zehntel hinter seiner Bestzeit. Geht es jetzt für ihn dann am Klostertal vorbei. Gleich ins Karussell hinein. Und ich brauche nochmal einen Schluck. Aus dem immer so gut helfenden Wasser, um meine Stimme wieder ein bisschen mehr auf Vordermann zu bringen. Walter, der hier wirklich am Limit unterwegs ist, mit seinem Z4 versucht er alles nochmal rauszudrücken, dabei aber ein bisschen mehr Zeit verloren als gewonnen. So, haben wir zu den Audi-Piloten am hinteren Teil des Feldes. Dort haben wir Walter Hanf und die 24 Sekunden plus, die kommen da auch hin, denn bei ihm ist es momentan eine 8:49.1, die zu Buche steht. Und er kann auf jeden Fall bei weitem schneller. Dementsprechend dort also nicht verwirren lassen. Thomas Schmidt, ja, für ihn wird es wohl nicht mehr reichen. 30 Sekunden Verbesserung, auch bei ihm effektiv denkbar. Deswegen bleiben wir gerade mal bei ihm drauf.
8,58,1 der momentane Stand für Thomas Schmidt. Kommt da weit raus, beinahe die Leitplanke mitgenommen. Und jetzt sind wir gespannt, ob das noch eine gezeitete Runde ist. So ist es. 8 Minuten 6 glatt für ihn. Das reicht dann für die 14. Position. Markus Weiter immer noch dabei im Kampf seine Zeit zu verbessern. Und da treibt er den BMW bis an den Anschlag des Drehzahlbegrenzers heran. Durch das Schwedenkreuz hindurch, ab ins kleine Karussell und dort findet er wieder ein bisschen Zeit. Jetzt heißt es für alle Markus Weiter Fans, die Daumen drücken, dass er den Schwung jetzt durch den Geigenkopf auf die Dettinger Höhe mitnehmen kann. Und viel wichtiger, dass er dann den Sprung auch durch die Tiergartenschikane mitnimmt auf Start und Ziel. 13. stehen da momentan auf der Uhr. Das wäre dann eine 7,57,8, womit er aber auf der dritten Position bleiben würde. Es würde nicht für eine Positionsverbesserung reichen bei Markus Weiter. Der letzte brenzlige Teil zu ihnen, die Tiergartenschikane. Beziehungsweise müsste das sogar die Hohenreihenschikane sein. Ah, manchmal kommt man mit den Kurven dann hier dann auch mal ein bisschen durcheinander. Er hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Zeit gefunden. 7,57,7 am Ende. Damit nur, oder was heißt nur, damit Platz 3 für ihn. Ralf Stinge, wie gesagt, auf einer Trainingsrunde. Felix Blankenburg, das ist nochmal ein zeitlicher Angriff. Hannes Hickel probiert auch nochmal alles, seine Zeit zu verbessern. Davor ist Benjamin Osis unterwegs. Oh, da wollten wir hin. Auch dort noch zeitliche Verbesserungen im Anmarsch, während Frank Leupold seine Mercedes in der Box abstellt. Weiter Hanf. Auch noch auf einer gezeiteten Runde. Dementsprechend haben wir also Blankenburg, Hickel, Osis und Hanf, die noch um eine Zeitverbesserung kämpfen. Bei Jura Petritschenko ist es nur noch mal ein kurzes Antesten. Blankenburg hier durch die Mutkurve hindurch. 2 Zehntel aber momentan hinter der persönlichen Bestzeit. So schnell kann es auf der Schleife gehen. Aus 2 Zehntel Rückstand wird dann schon mal wieder ein Zehntel Vorsprung auf die eigene Bestzeit. Durch die hohe 8 hindurch. Schauen wir eben, wo sich die anderen Fahrer befinden. Hannes Hickel, Ausgang Bergwerk. Genauso wie Benjamin Osis und Walter Hanf. Das ist auch gerade durch die hohe 8 hindurch, wenn ich das jetzt richtig sehe. Er also dementsprechend kurz hinter Felix Blankenburg. Somit können wir bei Blankenburg bleiben. Er wird dann der Erste sein von den Fahrern, die jetzt noch zeitlich unterwegs sind und uns eine Zeit präsentieren werden. Pflanzgarten 200, Stefan Belloff S9, 4 Zehntel auf der Uhr. Es wäre dann Stand jetzt ungefähr eine 7,58,4 bis 7,58,5. Heiland. Die bei ihm dann zu Buche schlagen würde. Dementsprechend könnte er es noch schaffen, sich gegebenenfalls an Dominik Pieper vorbei zu quetschen und damit die 5. Strafposition einzufahren. Stand jetzt sieht das mal noch sehr gut aus für den Porsche-Piloten.
Hintergrund hören wir den Audi von Thomas Schmidt, Walter Hanf. Da taucht jetzt Felix Blankenburg auf, während Walter Hanf im Hintergrund gleich hinter dem Hügel nochmal kurz verschwindet. Genauso wie meine Stimme sich ab und zu immer mal kurz wieder verabschiedet. Jetzt der letzte Schlüsselpunkt für Felix Blankenburg. Wenn er hier noch gut rauskommt, und das sieht sehr gut aus, dann sollte das die fünfte Position für ihn in seinem Porsche bedeuten. Kommt über die Linie, er schafft es, und wir blicken gleich zu Walter Hanf, denn auch er kommt jetzt gleich über die Linie hinüber. Und dann geht der Sprung nach oben bis auf die 7, eine 7,58,6 für Walter Hanf ganz zum Schluss. Setzt er da nochmal eine Bombenzeit. Hannes Hicke, der jetzt hier hinter Benjamin Osis festklemmt. Hicke auf Verbesserungskurs unterwegs, kann jetzt aber den Windschatten von Osis nehmen. Osis, der sich selber auch auf einer Verbesserung befindet. Jetzt sind wir gespannt, ob sie sich einig werden, beide auf Verbesserungskurs unterwegs. Hicke, der jetzt hier irgendwie es versucht, sich an Osis noch vorbeizudrücken. Aber wir sehen, der BMW mit dem Geschwindigkeitsnachteil gegenüber dem Mercedes. Jetzt geht es gemeinsam die Antonis-Buche hinunter. Da fährt man nebeneinander jetzt dann in die hohen Rheinschikane rein. Und da gab es die Berührung. Hannes Hicke geht fliegen, wird da getroffen von Benjamin Osis, der die Schikane auch nicht perfekt erwischt, aber immer noch mit Zeitvorsprung hier rauskommt. Das muss sich dann vielleicht nach dem Rennen nochmal von der Rennkommission angeguckt werden. Osis macht den Sprung noch vor auf die 15. Hicke bleibt damit auf der 10, hätte sich gegebenenfalls noch verbessern können auf die 8. Position. Das ist eben genau der Punkt, wenn man da gemeinsam an dieser Stelle unterwegs ist. Jura Petretschenko, der da nochmal mit vollem Tank eine Runde fährt, um ein bisschen besser gleich vorbereitet zu sein. Er dann auch der letzte Fahrer hier auf der Strecke unterwegs, hält jetzt aber seinen Porsche an und wir gerne rüber Richtung Rennen und werfen jetzt dann nochmal einen abschließenden Blick auf die Startaufstellung. Erste Reihe Tobias Taito vor Jura Petritschenko, dann in Reihe 2 Markus Walter und Ralf Stingel. In Reihe 3 haben wir Felix Blankenburg vor Dominik Pieper, dahinter dann in Reihe 4 Walter Hanf vor Michael Behrendt. Und in der fünften Reihe und damit die Top 10 abschließend haben wir Markus Grünes vor Hannes Hickel. Ein Blick noch auf Seite 2, Startreihe 6 Georg Heger vor Michael Nord, dann in Startreihe 7 Herbert Putz mit der Georg Heger hat natürlich die Pole Position in der GT2-Wertung mit der 11. Position, Startreihe 7 dann Herbert Putz und Benjamin Osis, dort dann also der Zweitplatzierte in der GT2 auf der 13. Gesamtposition, Startreihe 8 dann Thomas Ott vor Thomas Schmidt, dann haben wir in Startreihe 9 Steve Hartwig vor Thomas Hübner. Und in der 10. Startreihe Matthias Liebig vor Stefan Gauci. Und dann sehen Sie es hier noch einmal kurz am Ende durch. Die letzten Positionen, also Frank Leupold, Lennart Marionek, Tobias Altner, Thomas Brenner, Günther Jahn, Bernhard Janssen und Sven Euskirchen. Und dann unser Übertragungsfahrzeug bei Oskar Marek und Alexander Grote. Da bin ich gespannt, ob wir die dann im Rennen sehen werden. Auf jeden Fall beide nicht mit einer gezeiteten Runde unterwegs. Und wir haben jetzt noch 2 Minuten und 50 Sekunden, bis es dann losgeht. Werden wir da auch schön schon unseren Boxenplatz angezeigt bekommen. Das wird uns aber dementsprechend nicht interessieren. Ich genehmige mir jetzt nochmal eine kurze Pause, Stimme zu ölen, damit ich zumindest am Rennstart eine funktionierende Stimme habe. Melde mich dann gleich wieder zurück mit dem Rennstart.
So, pünktlich zurück zum Rennstart. Stimme nochmal gehört, um jetzt nochmal alles rausholen zu können, zumindest für den Start. Wir sind auf dem Pole-Sitter. Tobias Taito, die Lichter sind an. Die Fahrer begeben sich jetzt dann gleich in eine kurze Aufwärmrunde. Diese wird dann, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, am Edwin-Bogen freigegeben, beziehungsweise kann der Pole-Sitter Tobias Taito, der hier schon mal fleißig an der Lichthupe übt, dann gleich das Rennen selber freigeben. Vor allem die Kurzanbindung der Grand Prix-Strecke. Dementsprechend haben wir hier circa eine halbe Runde auf der Grand Prix-Strecke an Einführungsrunde, bevor es dann in den fliegenden Start hinübergeht. Hier durch die Kurzanbindung. Das Feld muss sich jetzt dann wieder ins Double File begeben. Einige Fahrer müssen dann noch ein bisschen den Anschluss finden. Und Taito, der kann dann hier jetzt gleich bestimmen, wann es losgeht. Ab hier ist die früheste Startfreigabe. Die späteste ist nach dem Knick, den wir dort vorne sehen. Und Taito ist auf dem Gas, wenn ich das von hier aus richtig erkennen kann. Hat Taito das Rennen freigegeben. Petritschenko dahinter hat den Start ein bisschen verschlafen. Markus Walter versucht da alles schon mal sich ein bisschen nebenan zu setzen. Reiht sich aber erstmal dahinter ein. Dann geht es schwer zur Sache zwischen Blankenburg und Stingel. Blankenburg setzt sich dagegen. Stingel durch, blickt kurz ein bisschen weiter nach hinten ins Feld. Auch dort scheint alles gut zu gehen. Sprung nach vorne. Die Fahrer kommen hier gut auf die Nordschleife rein. Die ersten sieben haben wir gut auf die Nordschleife gebracht. Top 10 hat es auch problemlos geschafft. Der Blick weiter nach hinten zeigt, alles verläuft soweit problemlos auf den ersten Metern. Dementsprechend also nach vorne zum Spitzenkampf Taito gegen Petritschenko. Weiter dort mit dem leichten Fahrfehler. Und das bringt jetzt dann Felix Blankenburg direkt schon mal in Angriffsstellung. Der Blick nach hinten auf Blankenburg, gefilmt vom BMW-Piloten Markus Walter. Da fährt Blankenburg weit auf. Wir schalten noch ganz kurz das Leistungsdelta ab. Wir sehen jetzt die Fahrzeuge das erste Mal hier über die Schleife fliegen. Da sehen wir der Z4 von Markus Walter. Hebt er schon gut ab und im Hintergrund gab es wohl Probleme bei Günther Jahn. So ist es. Günther Jahn neben der Strecke unterwegs. Wird erstmal bis ans Ende des Feldes durchgereicht. Vorne wiederum Taito vor Petritschenko, dann weiter vor Blankenburg. Stingel auf der 5, Pieper 6, Hanf auf der 7 und Thomas Hübner da in leichten Schwierigkeiten. Genauso wie Matthias Liebig. Da sind manche Fahrer schon ein bisschen neben der Strecke unterwegs. Da geht es natürlich auch heiß zur Sache da hinten. Genauso aber auch im vorderen Bereich des Feldes. 11 Runden haben wir hier heute Abend an Rennaction. Das sind knapp über 90 Minuten, würde ich sogar mal behaupten, wenn wir den Boxenstopp hier noch mit einberechnen. Petritschenko, der hier gleich schon mal versucht, Druck zu machen auf Tobias Taito. Während es im Hintergrund eine Positionsverschiebung gibt und da ist Michael Behrendt und Dominik Pieper in einen Dreher verwickelt. Diesmal aber kein Verbindungsabbruch bei Pieper, der das Ganze und auch Hübig und Liebig und Hübner dort sich in die Quere gekommen. Und meine Stimme bzw. mein Hals ist dementsprechend auch etwas mit Problemen behaftet. Genauso wie Tobias Aitner, der hier seinen Porsche verliert, leicht in die Wand einschlägt. Jetzt den Weg gut auf die Strecke zurückfinden, ein bisschen in den Spiegel gucken. Und da kommen Thomas Brenner und auch Lena Marionek von hinten. Und Marionek dort auch leicht neben der Strecke verliert. Wieder ein bisschen was an Zeit. Bernhard Jansen kann davon nicht ganz profitieren. Da sind die beiden Impact Racing Team Lamborghini schon dicht beieinander. Pieper auf der 21, Jansen auf der 23. Und Pieper, der würde gerne viel weiter vorne unterwegs sein. Da wir leider nicht über eine Replay-Funktion
verfügen, kann ich da leider auch nicht aufklären, was genau dort passiert ist. Wir müssen aber zurück an die Spitze, denn Petritschenko macht hier mega Druck auf Tobias Taito. Taito, der ja vor 2 Wochen als Nordschleifen-Spezialist schon ausgerufen wurde. Ich glaube, Markus Grüners war es, der dort Taito dementsprechend hochgelobt hat und gesagt hat, also er würde sein Geld hier auf Taito setzen, dass der Audi-Pilot dann hier am heutigen Abend den Rennsieg einfahren kann. Und wir sehen diese zwei schönen Pärchen, die wir hier vorne haben. Taito und Petritschenko, P1 und 2. Und dann das nächste Pärchen besteht aus Markus Walter und Felix Blankenburg, während es im Hintergrund das Überholmanöver gibt. Behrendt geht vorbei an Leupold. Das nur kurz für Sie noch eingefangen. Da lese ich gerade im Chat, was denn das für ein Dildo auf dem BMW. Ich denke, dort ist der BMW von Markus Walter gemeint. Lässt sich für mich jetzt so auf Anhieb nicht erkennen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen aufklären, Christian, was genau dir da aufgefallen ist, während Markus Grüne sich am Weiterhand vorbeikämpft, genauso wie Dominik Pieper sich hier an Thomas Brenner vorbeischieben konnte. Während es sich rund um P1 und 2 etwas entspannt hat, ist der Kampf zwischen P3 und P4 dennoch weiterhin in vollem Gange. Felix Blankenburg, der da den Druck auf Markus Walter macht. Ein Blick in die schlaue Liste verrät auch Markus Walter mit 40 Kilo Zusatzgewicht unterwegs, während Blankenburg hier ohne Zusatzgewicht unterwegs ist, geht das hier durch die hohe 8 hindurch für die beiden Piloten. Während Stefan Gauci in Problemen ist, das ist eingangs hohe 8, war er dort neben der Strecke. Und wie ich vorhin schon angesprochen hatte, die Strecke verzeiht keine Fehler. Die Leitplanken sind hier sehr, sehr nahe und das ist Gauci auch direkt zum Verhängnis gefallen. Weiter vorne, nächstes Überholmanöver, nein, nächster Fehler. Michael Nord mit dem Fahrfehler, das war Streckenabteil rund um Brünnchen, vor Brünnchen noch in diesem schnellen Rechtsknick. Kam Nordwall zu weit raus. Weiter hinten im Feld. Da wurde Brenner überholt. Gerade von Lennart Marionek. Also überall im Feld momentan die Überholmanöver und dichten Zweikämpfe zusammen. Genauso hier rund um Thomas Ott vor ihm. Das ist Herbert Putz und Bernhard Jansen mit Dreher Ausgangsbrünnchen. Und dann fährt er zurück und schlägt direkt nochmal in die Leitplanke ein, wartet da jetzt bis freie Fahrt ist und setzt seine Fahrt jetzt fort. Hinter ihm nur noch Thomas Hübner mit einem sehr guten Abstand nach hinten, würde ich jetzt mal behaupten. Während ich hier versuche, die Abstände immer so ein bisschen im Blick zu halten, was nach ein paar Bier auch nicht immer leicht fällt. Ja, Feiertage sind manchmal gemein, was sowas angeht. Ordnen wir einmal durch, nachdem wir die erste Rennrunde dann gleich beendet haben. Wir sehen, die ersten Windschattenschlachten finden statt hier auf der Döttinger Höhe, etwas weiter hinten im Feld. Petritschenko, der dort nicht mithalten kann mit dem Audi von Tobias Taito. Markus Walter konnte sich lösen von Felix Blankenburg. Ralf Stingel kommt da ein bisschen unter Druck von Markus Grünus und Hannes Hicke unter. Oder setzt weiter Hanf unter Druck. So rum wird ein Schuh draus. Ah, und Stingel mit dem Fehler. Eingangs der Tiergarten-Schikane. Gab es den Stupser? Ja, und wer hat sich denn da verabschiedet? Während Markus Grüne schon an die Box geht. Dort hatten wir ein Fahrzeug, was da im Weg steht. Und ich befürchte, dass das unser Übertragungsfahrzeug ist. Ich das aber nicht wegstellen kann. Jetzt kann ich es wegstellen. So ist es. So, das hat sich dann auch mal geregelt. Für uns die Strafe wie immer. Ja, da sieht man dann, dass ich heute nicht hundertprozentig fit bin. Ja, sowas sollte im Normalfall nicht passieren. So, wir aber zurück. Also, Pieper an der Box. Und wir hatten Markus Grünes an der Box. Und da muss ich gerade mal, während ich auf das Spitzenduell hier zwischen Petritschenko und Walter schalte, kurz mal einen Blick in die schlaue Liste werfen. Denn es gab Strafen aus dem letzten Rennen, wenn ich mich recht entsinne.
Strafe war aber nur plus 5 auf das Rennergebnis für Andreas Schröder gewesen. Ansonsten keine Strafen, also das dementsprechend dann auch schon ein regulärer Boxenstopp von Markus Grünes hier. Direkt nach Runde 1. Vielleicht da auch eine ganz besondere Taktik, die der Audi-Pilot sich da ausgedacht hat. Petritschenko kann auf jeden Fall die Pace von Taito hier erstmal nicht mitgehen und gerät jetzt unter Druck vom BMW-Piloten Markus Walter. Walter, der hier alles probiert, am Porsche dran zu bleiben und sich dem Heck von Petritschenko weiter zu nähern, um den Druck hier natürlich auf der Nordschleife hochzuhalten. Und wie schnell ein Fehler passieren kann, das haben wir in der ersten Rennrunde schon dementsprechend sehen können. Die Leitplanken auch, wie vorhin schon erwähnt, sehr, sehr nah. Also ein kleiner Fehler reicht aus, um das ganze Rennen schon zu beenden. Taito, der sich da vorne langsam aber sicher ein bisschen freie Fahrt verschaffen kann. 2 Sekunden Abstand auf Petritschenko noch weiter, muss es hier am Anfang der Nordschleife ein bisschen abreißen lassen. Zujura Petritschenko kann dort also den Druck nicht aufrechterhalten. Thema Druck aufrechterhalten, das wiederum probiert Steve Fartwig bei Benjamin Oses. Der Porsche-Pilot versucht sich hier am Heck des Mercedes dran zu krallen, um den Mercedes-Piloten dementsprechend vielleicht in einen Fehler treiben zu können. Dahinter haben wir das Dreierpaket Michael Nord, Michael Behrendt und Oliver Krupp. Oh, Markus Grünes ist da mit dabei und er räumt da den Michael Behrendt ab. Anfahrt Arenberg wird Behrendt dort von Grünes abgeräumt. Behrendt kann die Fahrt aber fortsetzen. Das Fahrzeug ist eingeschlagen. Leichte Schäden am Nissan werden dort vorhanden sein. Werfen einmal kurz einen Blick in das Cockpit hinein. Lenkung steht aber noch gerade, dementsprechend dürfte die Aufhängung des Nissans hier noch intakt sein. Während Hannes Hickel jetzt den Druck auf Walterhampf wieder versucht zu vergrößern, dort aber neben die Strecke kommt, hat jetzt Probleme seinen BMW abzufangen und schießt da dann nach vorne in die Wand hinein, kann sich noch vor Georg Heger, den Führenden in der GT2-Wertung, halten. Aber natürlich der versuchte Angriff auf Walterhampf dann vorerst mal gescheitert, während es im Hintergrund das nächste Überholmanöver gibt. Grünes vorbei an Michael Nord, diesmal aber ohne Berührung. Grünes, der ja bereits schon zum Boxenstopp drin war, wird sich darum nach einer Runde gleich mal einen Satz frische Reifen abgeholt haben. Und da haben wir Steve Fartwig in Problemen. Steve Fartwig mit Dreher. Jetzt aufpassen beim wieder zurückfahren. Da kommt Michael Behrendt noch vorbei. Da kann er sich erstmal vor Frank Leupold halten, während Stefan Gauci hier unter Druck gerät von Lennart Marionek. Gauci wiederum, der probiert den Druck auf Altner aufzubauen, um dort vielleicht wieder ein bisschen weiter nach vorne fahren zu können. Muss aber mehr in den Rückspiegel gucken, als dass er sich da nach vorne auf Altner konzentrieren könnte. Petritschenko an der Spitze versucht da mittlerweile die Lücke zu Taito wieder etwas zu schließen, während Markus weiter dahinter effektiv abreißen lassen muss. Und Lennart Marionek, der sich jetzt hier immer mehr am Heck des Lamborghini Huracan festkrallt, den Druck auf Gauci aufrechterhält. Markus weiter in Schwierigkeiten, weiter vorne. Weiter zurückgefallen auf die 6. Position. Es war noch, ich denke, es müsste in der Mutkurve gewesen sein. War da wahrscheinlich ein Zacken zu schnell, kommt auf die Wiese raus und dann verliert man natürlich den Schwung. Somit also weiter erstmal zurück auf die 6. Position. Damit auch erstmal, zumindest für den Moment, der Traum vom Podium zu Ende geträumt. Es fehlen jetzt gute 3 Sekunden auf einem Podiumsplatz für Markus Walter, der sich vor seinem Teamkollegen Hannes Hicke dort hat wieder auf die Strecke retten können.
und versucht jetzt natürlich dann erstmal den Anschluss wiederherzustellen an Walter Hanf und sich dann irgendwie wieder durchs Feld zu kämpfen. Wir erinnern uns an das Rennen letzte Saison hier auf der Nordschleife. Dort hatte Markus Walter einen Kontakt, während Georg Heger jetzt im Problem ist. Der Führende der GT2-Klasse verliert seine Corvette, schießt da beinahe Benjamin Roses unglücklich ab, lässt der Markus Grünes noch gewähren. Heger also jetzt zurück auf die 13, dementsprechend zweite Position in der GT2. Herbert Putz lässt hier Thomas Schmidt vorbei. Putz jetzt führender, also in der GT2, so wie in den letzten Rennen auch. Wir gehen wieder zurück zu Markus Walter und greifen nochmal das Rennen aus der letzten Saison auf, während dort Thomas Hübner mit Schwierigkeiten gemeldet wird. Hübner dort also auch neben der Strecke, nichts weiter, aber passiert bei ihm. Er am Ende des Feldes unterwegs mit knapp einer Minute Rückstand auf Liebig vor ihm. Also um nochmal auf Markus Walter zurückzukommen. Er wurde letztes Jahr Durchfahrt Antonis Buche in Runde 1 getroffen. Und da ist es Felix Blankenburg mit Dreherausgang des kleinen Karussells, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, da geht es jetzt Anfahrt Geigenkopf. Das ist genau das, was Jura Petritschenko vorhin angesprochen hatte. Diese Stelle liegt dem Porsche nicht, dort springt der Porsche. Das dürfte dementsprechend gerade Felix Blankenburg passiert sein. Porsche aufgesetzt, nicht mehr abgefangen bekommen und dann ging es in den Dreher, kann sich da aber nochmal gut retten. Keine größere Kollision verursacht, auch das immer eine wichtige Situation. Und wir schalten zu Markus Grünes ins Cockpit, der sich hier am Benjamin Oses vorbeischiebt. Oses setzt sich da direkt in den Windschatten, versucht jetzt den Konter auf Grünes vielleicht zu setzen, dann Anfahrt der Schikane. Weiter hinten im Feld gibt es den Platztausch, Gauci, der sich an Leupold vorbeischiebt. Tobias Taito mit der schnellsten Rennrunde und Grünes, der sich hier gut verteidigt gegen Benjamin Oses. Am Anbremsen wird der Audi ein bisschen lose. Weiter hinten im Feld gibt es auch diverse Zweikämpfe hier auf der Döttinger Höhe. Während Felix Blankenburg jetzt natürlich zum Boxenstopp reinkommt. Steve Hartwig schiebt sich vorbei an Michel Behrendt. Weiter hinten im Feld geht auch alles erstmal soweit gut. Günther Jahn, der sich jetzt hier an Thomas Brenner vorbeischiebt und Blankenburg. Ja, was macht denn Felix Blankenburg da? Der hat da mal total seinen Boxenplatz überschossen, muss hier dementsprechend rangieren. Schafft es jetzt aber dann, sein Fahrzeug an der Box abzustellen. Michel Behrendt auch schon zu seinem Boxenstopp hereingekommen. Jetzt hin zurück bei Markus Walter und vielleicht schaffen wir es jetzt nochmal kurz. Das letzte Rennen von Markus Walter hier auf der Nordschleife, circa vor einem guten Dreivierteljahr nochmal aufzuholen. Er wurde also in der ersten Runde damals durch einen Nissan-Piloten abgeschossen, so wie Frank Leupold da dort gegebenenfalls gerade auch eine Berührung hatte. In der Mercedes-Arena, Leupold auf jeden Fall mit Dreher-Marionek dadurch vorbei, Leupold zurück auf die 18. Und jetzt machen wir jetzt ganz kurz weiter, also abgeschossen worden, letztes Jahr hier in Runde 1 zurückgefallen bis ans Ende des Feldes und sich dann still und heimlich wieder auf einen Podiumsplatz nach vorne gekämpft. Dementsprechend also sein Rückfall momentan erstmal auf die jetzige 5. Position. Dementsprechend mal nicht zu sehr bewerten, denn wir wissen, was Markus Walter hier auf der Nordschleife leisten kann. Dementsprechend ist es also für den BMW-Piloten immer noch möglich, den Weg aufs Podium zurückzufinden. Auch wenn da momentan gute 5,5 Sekunden zwischen ihm und dem Podium liegen. Aber werden wir sehen, was auch gegebenenfalls über die verschiedenen Strategien möglich sein wird. Währenddessen an der Spitze Tobias Taito, problemlos in Führung liegend. Gute 3,5 Sekunden, jetzt schon Vorsprung auf Jura Petritschenko. Taito kann das Ganze also hier erstmal soweit kontrollieren, ohne größere Probleme.
Einmal kurz durch den Chat gelesen. Ja, die Filler beginnen hier schon in Runde 2. Auf anderen Strecken wären wir jetzt auch schon so irgendwo in Runde 4 oder 5 unterwegs. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass die Nordschleife bei weitem anstrengender ist. Wir haben es vorhin bei der Streckenpräsentation von Jura Petritschenko auch gehört. Er war dort schon gut am Schnaufen gewesen und das war eine Runde, die nicht gerade am Limit gefahren war. Was aber ganz klar aufgezeigt hat, wie viel Anstrengung die Nordschleife hier von jedem Fahrer abverlangt. Auch im Simsport keine einfache Strecke. Konzentration sollte ja 100% immer oben sein, genauso wie jetzt auch bei Thomas Schmidt, der sich hier im Zweikampf mit Namensvetter Thomas Ott befindet. Porsche gegen Audi durch die dreifach rechts hindurch. Da schleicht sich dann auch schon Markus Grünes im Hintergrund wieder an in seinem R8. Er ja bereits an der Box gewesen. Thomas Schmidt, der kann dort erstmal nicht mehr ganz die Pace von Thomas Ott mitgehen, muss jetzt ein bisschen abreißen lassen. Muss langsam aber sicher dann auch schon den Blick oben halten in Richtung Rückspiegel zu Markus Grünes. Wir haben Thomas Brenner in Schwierigkeiten. Thomas Brenner steht hier quer auf der Strecke, versucht jetzt, hoppala, seinen Porsche abzufangen. Kurzer Leck von Brenner. Das ist im Bereich Adenauer Force gewesen. Ich denke, einfach ein bisschen zu schnell hineingefahren und dann den Porsche verloren. Dadurch der Quersteher dann zustande bekommen. Und Frank Leupold in Schwierigkeiten. Frank Leupold hat dann direkt meinen Server verlassen. Entweder ein Dreher von ihm oder aber eine Problematik in der Internetverbindung. Während Thomas Schmidt hier leicht zu kämpfen hat im Karussell, kommt er nicht perfekt durch und das bringt jetzt Markus Grünes aus Spielbretten. Jetzt geht es dann nebeneinander den Berg hinauf. Ja, und Schmidt zieht da zurück, gibt da auch die Lichthupe direkt an Grünes und sagt, Junge, ja, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Aus meiner Sicht war das aber alles faires Racing hier auf der Strecke. Natürlich hartes Racing von Grünes. Aber der sagt sich natürlich auch, wenn der Vordermann dort diesen kleinen Fehler macht, dann muss ich zur Stelle sein und den auch gleich für mich ausnutzen. Jetzt beinahe Grünes mit dem Fahrfehler. Stelle hoher 8, die beiden Audis jetzt unterwegs auf dem Weg Richtung Brünnchen. Schmidt, der lässt da noch nicht ganz locker, versucht dort die Pace von Grünes weiter mitzugehen, um sich dort vielleicht dann gleich auf der Döttinger Höhe im Windschatten wieder ranziehen zu können und Grünes dann wieder aufschnupfen zu können, um sich die achte Position zurückzuergattern. Grünes wiederum wird den Windschatten von Ott vor ihm nicht ganz nutzen können. Dort sind es 2 Sekunden, die die beiden Piloten voneinander trennen momentan. Der Porsche aber natürlich zu kämpfen hier im kleinen Karussell. Weiter hinten im Feld hat sich Stefan Gautschi gerade an Tobias Altner vorbeigekämpft. Und Altner gerät hier auch unter Druck von Lennart Marionek. Allerdings im Battle of S hier keine Chance, außer Altner macht den Fehler. Verliert das Fahrzeug bei der Anfahrt zum Bell of S und das spült Lennart Marinek dann nach vorne auf die 16. Position. Und wir schauen jetzt eigentlich auf das Duell Schmidt gegen Grünes und dann ist es dann doch eher das Duell Grünes gegen Ott. Da sehen wir, wie der Windschatten wirkt. Grünes zieht sich vorbei
unter der Antonesbuche schon. Jetzt die Anfahrt auf die Schikane. Petritschenko, schnellste Rennrunde. 7:59,9. Grünes setzt sich durch. Genauso wie sich Dominik Pieper gegen Bernhard Jansen durchgesetzt hat. Und warum? Weil Bernhard Jansen einen Dreher gehabt hat. Und weiter hinten im Feld ist es Thomas Brenner, der dort Matthias Liebig vorbeilassen muss. Ja, mal Brenner, das haben wir jetzt schon ein bisschen öfter gesehen. Zuckungen im Fahrzeug. Das könnte auf mittelschwere Verbindungsprobleme hinweisen, die dort bei Thomas Brenner gegebenenfalls sich einschleichen, weshalb der Porsche dort ab und zu ein bisschen über die Strecke zuckt. Weiter vorne im Feld bahnt sich ein teaminterner Zweikampf in der GT2-Klasse an. Herbert Putz, der Führende, gegen Teamkollegen Georg Heger, den Zweitplatzierten in der GT2-Wertung. Beide momentan auf der Grand Prix-Strecke unterwegs, fahren gerade die Kurzanbindung hindurch. Vor ihnen, das ist Benjamin Oses in seinem Mercedes. Und dahinter sehen wir noch den Mercedes von Michael Nord. Während Bernhard Jansen dort auch gerade Matthias Liebig hat passieren lassen. Und er wird sich dann auch gegebenenfalls gleich einem Angriff von Thomas Brenner stellen müssen. Schauen wir mal, inwiefern Brenner den Windschatten hier für sich nutzen kann. Brenner, der aber hier den Windschatten von Jansen nicht hundertprozentig ausnutzt. Dementsprechend geht unser Blick also zurück um den Führungskampf in der GT2 zwischen den beiden Teamkollegen. Dann schalten wir einmal ins Cockpit von Georg Heger hinein, wie er hier seinen Teamkollegen jagt. Da irgendwie versuchen wir, den Weg vielleicht dran vorbeizufinden. Währenddessen hat Thomas Brenner sich jetzt also an Bernhard Jansen vorbeigeschoben und dann Dreher bei Thomas Brenner. Jansen, der da langsam macht, da gab es gegebenenfalls eine Berührung in der ersten Kurve zwischen Brenner und Jansen. Dementsprechend dann das Gentleman Agreement von Bernhard Jansen. So deute ich das Ganze jetzt mal aus meiner Position heraus. Georg Heger, der hier wieder ein bisschen abreißen lässt gegenüber seinem Teamkollegen. Dort wird es natürlich nicht zu den allerstärksten Zweikämpfen kommen. Währenddessen nähert sich Markus Grünes jetzt langsam aber sicher den BMW von Hannes Hickel. Und dort dürfen wir dann auf jeden Fall einen etwas härteren Zweikampf erwarten. Hickel, der hier vielleicht ein bisschen das Abschirmkommando für seinen Teamkollegen Markus Walter gibt. Circa 3,5 Sekunden zwischen Walter und Hickel momentan auf den Positionen 5 und 6. Und Grünes weiß natürlich auch, er muss hier so schnell als möglich am BMW von Hannes Hickel vorbeikommen. Jetzt durch die dreifach rechts hindurch geht es jetzt dann hinein in die Spiegelkurve. Dort aber keine Chance, auch nur annähernd zu überholen. Im Normalfall, wenn der Vordermann keinen Fehler macht, fahren wir jetzt in Richtung Breitscheid. Ja, und Grünes, der hat ja schon frische Reifen drauf. Die sind eine Runde jünger als die von Hickel. Und jetzt könnte der Angriff kommen. Anfahrt, Bergwerk. Hickel bleibt dort außen. Grünes kann aber hier außenrum nicht vorbeiziehen. Jetzt im Bergwerk. Ja, da kommt Hickel nicht perfekt durch. Da verliert Grünes wieder ein bisschen an Zeit. Könnte da schneller. Man sagt ja im Allgemeinen immer, wer so dicht auffahren kann, der kann auch schneller fahren. Und das gilt hier auf der Nordschleife gerade nochmal doppelt so stark. Das Kesselchen hindurch. Ja, und Grünes
bleibt er im fünften Gang. Der schaltet nicht hoch in den sechsten, dreht seine Grenze am Anschlag. Ja, und dann kann man nicht überholen. Da gibt es den leichten Dutscher an Hannes Hicke. Im hinteren Feld hat Lennart Marionek gerade Stefan Gautsch überholt. Für mich nicht ganz nachvollziehbar, während Putzen Heger jetzt auch an Benjamin Osis vorbei sind, warum Markus Grün es dort nicht in den sechsten Gang geschalten hat. Da wäre er problemlos dann an Hannes Hicke vorbeigekommen. Entweder ist dort das Getriebe ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. So, und jetzt Hicke mit dem Fehler wird nach oben getragen im Karussell. Grünes kann den Audi unten halten. Schiebt sich damit also jetzt an Hannes Hicke vorbei. Und somit beginnt dann die Aufholjagd Richtung Markus weiter. Ja, und entweder hat Grünes ein Getriebeproblem und keinen sechsten Gang mehr zur Verfügung. Das werden wir gleich mal noch auf der Dettinger Höhe dann überprüfen. Oder aber er hat einfach im hitzigen Gefecht mit Hannes Hicke dort vergessen, noch einmal die Schaltwippe zu betätigen, um seinen Audi in den sechsten Gang nach oben zu befördern. Und wir haben Tobias Altner in Schwierigkeiten. Ausgangsbergwerk. Altner mit Reha verliert dort die Position an Dominik Pieper und Thomas Schmidt in Schwierigkeiten. Anfahrt Brünchen war dort wohl ein kleiner Dreher bei dem Audi-Piloten. Hat genug Vorsprung auf die Fahrer hinter sich. Und da sind die Reifen wahrscheinlich noch nicht ganz wieder runtergekühlt, weshalb es dort zum Folgedreher für Thomas Schmidt kommt. Da kommt Herbert Putz, der sich jetzt also am Audi-Piloten dementsprechend vorbeischieben kann. Thomas Schmidt, der jetzt hier ein bisschen sich zurückhalten muss und erstmal seine Reifen wieder runterkühlen lassen muss, macht das nicht und legt da den nächsten Dreher hin. Das ist das Problem hier in Assetto Corsa. Ein Dreher lässt die Reifen wahnsinnig überhitzen und dann ist es wie Fahren auf Glatteis. Dementsprechend muss man dort lange warten, bis die Reifen runterkühlen. Markus Weiter schiebt sich gerade just in diesem Moment Anfahrt Geilenkopf an Weiter Hamm vorbei. Sichert sich damit erstmal die vierte Position und bringt ein Fahrzeug mehr zwischen sich und Markus Grünes. Während Felix Blankenburg sich gerade Stefan Gautschi geschnappt hat, dort ging es um die Position 16 und 17. Thomas Schmidt noch einmal der Ordner halber auf P14 mit dem nächsten Dreher. Ja, scheint jetzt der totale Wurm bei ihm drin zu sein. Spielt hier ein bisschen mehr Kreise mit seinem Audi. Während Petritschenko mit einer 7,59,847 jetzt die schnellste Rennrunde hinlegt, hat Markus Grünes sich auf der Dettinger Höhe an Walter Hampf vorbeischieben können. Grünes damit also jetzt auch auf der fünften Position angekommen. Und Hampf, der Teamkollege von Schmidt, kommt da jetzt direkt unter Druck von Hannes Hicke, lässt Hicke da jetzt gewähren und da biegt Hampf jetzt in die Box ab. Das aber auch ein bisschen arg vorsichtig. Hier auch diverse Platzverschiebungen. Michael Nord und Benjamin Osis, beide vorbei auf der Dettinger Höhe an Georg Keger. Die beiden befinden sich im Kampf rund um Position 10 und 11, während Georg Keger jetzt zu seinem Pflichtboxenstopp zur Rennhälfte hereinkommt. Auch Walter Hampf haben wir ja vorhin gesehen, auch wenn die Boxeneinfahrt dort ein bisschen arg vorsichtig bzw. langsam von Hampf durchgeführt worden ist, schafft es jetzt wiederum Markus Grünes die Lücke zu Markus weiter zu schließen. Nach dem Zweikampf der beiden Thomas holen jetzt also einen Zweikampf der beiden Markus hier im Feld. Markus Grünes allerdings schon mit Pflichtboxenstopp. Markus Weiter muss seinen Pflichtboxenstopp noch antreten. Weiter wird dann natürlich zum Ende hin die besseren Reifen haben, im Gegensatz zum Audi-Piloten.
Ein grünes, der übertreibt sie ein bisschen mit dem Hudson Mach. Wollte da als Vollgas durch, um die Lücke zu weiter noch schneller schließen zu können. Verliert sein Audi ganz kurz auf die Wiese. Leichte Berührung mit der Leitplanke, kein größeres Problem. Thomas Schmidt wiederum jetzt an der Box. Wer also nach seinen Kreiseeinlagen mit frischen Reifen unterwegs für die letzten 6 Runden dann hier auf der Nordschleife. Wir sehen Markus Grüners, der hier immer weiter am Limit ist und versucht den Audi hier irgendwie nach vorne zu prügeln, um A, am Markus weiter ranzufahren und B, sich dann auch am selbigen vorbeizukämpfen. Da die Abstände sich sonst im Feld soweit schon relativ auseinandergezogen haben, können wir auch ohne Probleme hier bei dem Zweikampf bleiben, während Sven Euskirchen an der Box ist zu seinem Flickboxenstopp. Und Markus Grün ist jetzt also die Lücke dann langsam aber sicher geschafft hat zu schließen und sich am Heck des Z4 von Markus weiter befindet. Jetzt der Versuch von Grünes, sich hier an weiter vorbeizuschieben. Im Hintergrund sehen wir Hannes Hicke mit Fahrfehler, der dort Thomas Ott weichen muss. Oh, und Grünes, der zwängt sich da außen rum an Markus weiter vorbei. Und Hanf haben wir in Schwierigkeiten weiter. Hanf mit Dreher im Hatzenbach müsste das sein. Und nachdem Georg Keger dort auch so neben der Strecke umher rüpelt, denke ich, gab es dort vielleicht auch eine Berührung. Da schaltet Hanf durch die Gänge durch, ja, und das klingt nach Aufgabe, denn dort ist nichts mehr zu hören beim Motor des Audi von Walter Hanf. Da geht es zurück an die Box, genauso ist es. Walter Hanf also damit bei Rennhälfte schon ausgeschieden und wir werden uns mal kurz den Walter Hanf hier nach oben schnappen und vielleicht können wir erfahren, was dort bei ihm passiert ist. Grüß dich weiter, wir hatten es gerade im Bild, bei dir gab es einen Dreher, danach war der Motor wohl aus, du bist jetzt dann zur Rennhalbzeit ausgeschieden, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was bei dir passiert ist. Ja, ich bin leider eingeschlagen, das Getriebe bzw. die Achsgeometrie, also ich bin mit dem schiefen Lenkrad wieder rausgefahren leider und es ging halt überhaupt nicht gut. Weil er das halt nicht repariert hat. Ich habe das anscheinend während dem Boxen einfach im Menü halt übersehen. Und ja, ich wollte halt mich noch mit einem schrägen Lenkrad quasi die eine Runde durchschleppen, aber es hat halt nicht funktioniert. Ich habe leider einen Dreher gehabt und jetzt war es halt komplett vorbei. Leider. Wir hatten gesehen, auch Georg Heger war dort neben der Strecke gewesen. Gab es dort eine Berührung zwischen euch beiden oder ist Heger dort aus eigenem Verschulden neben die Strecke gekommen? Ich weiß nicht, ob er mich berührt hat. Ich habe da einen Dreher gemacht, wie gesagt, weil das Lenkrad so in eine Richtung gezogen hat. Und ich glaube, dass er mich touchiert hat und deswegen abgeflogen ist. Tut mir leid, aber ich konnte halt auch nicht mehr weg jetzt. Klar, wenn der Motor aus ist, dann ist es schwer, irgendwie nochmal voranzukommen. Ja, das habe ich erst zu spät realisiert, dass der Motor aus ist. Das Premiere ist mir noch nie passiert, dass der Motor ausgegangen ist. Also, jo. Tut mir leid nochmal an Heger, falls er mich doch irgendwie touchiert haben sollte. Ist halt leider so. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit hier oben. Vielleicht noch ein kurzer Einblick aus deinem Rennen. Wie liefst du dich am heutigen Abend und wie sehr hat dich die Schleife heute gefordert? Ja, die Schleife fordert einen immer. Ich habe auf den letzten Drücker Gott sei Dank noch eine gute Runde hingekriegt, eine gute Quali-Runde. Ansonsten, ja, man muss halt alle Sinne beisammen haben und nicht einmal in den Rückspiegel gucken, wie ich es gemacht habe und dann in die Bande einschlagen. Auch ansonsten lief es eigentlich ganz gut. Platz 4. Reifen wurden zwar zwischendurch immer dunkelblau, also eiskalt, aber man kann es ja handeln. Von daher denke ich mal, ist für den Ralf, der vorne
nach oben springt und hoffentlich die Position hält, ist eigentlich alles okay. Es lässt sich gut handeln und 5 bzw. 6 Runden mit einem Stint durchaus zu machen. Dann danke ich dir für deine Zeit weiter und ja, wünsche dir dann auch viel Spaß beim Schauen des Streams. Während wir uns jetzt dann, danke dir auch, bis später weiter. Auf. Während wir uns dann jetzt wieder dem Renngeschehen widmen und sehen, dass Jura Petritschenko sich hier an das Heck von Tobias Taito herankämpfen konnte und jetzt natürlich dann hier versuchen wird, den Windschatten von Taito zu nutzen. Aber Jura sagte es vorhin schon, Höchstgeschwindigkeit ist nicht der Trumpf des Porsches und das sehen wir auch, dass Taito ihm nach vorne trotz Windschatten wegfahren kann. Im Hintergrund Thomas Schmidt, der sich gerade an Georg Heger vorbeigeschoben hat. Dementsprechend also Thomas Schmidt zurück auf der 16. Position. Und Jura Petritschenko muss dann noch mal ein bisschen warten, bis er hier vielleicht sich an Taito vorbeischieben kann. Weiter hinten im Feld, ansonsten alles soweit ruhig. Grünes konnte sich gute 3 Sekunden von Markus Walter lösen. Blick schweift gerade so ein bisschen durch die Positionen hindurch. Ja, es kann ein bisschen dauern. Aber wir haben das nächste Windschattengefecht zwischen Hartwig und Nord Grünes wieder an der Box. Markus Walter, der noch draußen bleibt, Pieper vorbei an Heger und Hartwig, schafft es dort auch nicht, sich im Windschatten an Michael Nord heranzukämpfen. Also Markus Grün ist in der Box, Thomas Ott an der Box, Markus Walter dadurch zurück auf der 4, 10 Sekunden hinter einem Platz auf dem Podest. Machen wir eine kurze Übersicht der aktuellen Top 10. Dort haben wir Tobias Taito, Führender weiterhin hier im Rennen vor dem zweitplatzierten Jura Petritschenko, der hier langsam aber sicher den Druck wieder auf Taito aufbaut. Petritschenko, der dort vielleicht auch über ein paar Runden hinweg wieder seine Reifen geschont hat, wie wir es von ihm auch schon am Red Bull Ring gesehen haben. Während Michael Nord hier wo ein kleines Problem hatte, eingangs Mercedes Arena, schauen wir weiter durchs Feld, Ralf Stingel, also auf der 3. Position nach vorne und nach hinten viel Luft, dann Markus weiter auf der 4, selbes Spiel für ihn, Hannes Hickel auf der 5, gute 16 Sekunden vorm Führenden der GT2-Wertung, Herbert Putz auf der 6, dann Benjamin Osis auf der 7 vor Markus Grünes, nach seinem Pitstop jetzt auf der 8, dann Michael Nord auf der 9. Und Steve Hartwig auf der 10, während Tobias Altner dort einen Dreher zu vermelden hatte. Das Rennen für ihn kann aber problemlos weitergehen. Wir gehen jetzt also wieder zurück zum Duell um Position 1 und 2. Tobias Taito gegen Jura Petritschenko. Rennhalbzeit ist erreicht. Wir befinden uns in Runde 6 von 11 Runden. Wir erwarten dann die beiden Piloten, Taito und Petritschenko, in dieser allerspätestens in der nächsten Runde dann auch zum Boxenstopp, so wie auch alle anderen Piloten, welche bisher noch nicht an der Box waren, dementsprechend dann in dem Fall Ralf Stingel, Markus Walter, Hannes Hickel, Herbert Putz, Benjamin Osis, Michael Nord und Steve Hartwig, um mal diejenigen aus den Top 10 zu nennen, die uns noch an der Box fehlen. Markus Grünes dort also der Einzige, der jetzt auf jeden Fall bis zum Ende durchfahren kann. Und dann lese ich nebenbei im Chat, da ist man schon gespannt, wann Sven Euskirchen den Server verlassen wird, während Lennart Marionek dort mit Dreher gemeldet wurde. Ja, das Fahrzeug geht da ein bisschen komisch durch die Kurven, das sieht auch nach einem dezenten Verbindungsproblem bei Lennart Marionek aus. Er geht da ein bisschen schief durch die Kurven, allerdings nach vorne und nach hinten viel Platz, belästigt damit also erstmal momentan niemanden und wir hoffen natürlich, dass diese Probleme bei ihm nicht weiter zunehmen, aber wir sehen es hier ganz klar im Bild, dass das Fahrzeug hier mehr quer durch die Kurven geht als alles andere. Das ist am Ende immer mit Verbindungsschwierigkeiten in Verbindung zu bringen in dem Falle. Zurück an die Spitze, Jura Petritschenko, also weiterhin im Jagdmodus auf Tobias Taito. Der Porsche-Pilot, der hier also vor 2 Wochen sagte, er möchte hier alles versuchen, um
aufs Podium zu fahren bzw. einen Sieg herauszufahren. Kämpft jetzt mit Tobias Saito, der vor zwei Wochen hier so schon vorgelobt worden ist als sehr guter Nordschleifenkenner, was Saito auch hier bis zur Rennhälfte auf jeden Fall problemlos hat umsetzen können. Dann sind wir gespannt, was uns die beiden Piloten hier während dem Rennen noch liefern können. Welchen Ausgang wir dann hier gegebenenfalls erleben werden. Für Sie vielleicht noch als Randinformation, wenn Sie Fußballfans sind, das Relegationsspiel ja auch im Gange. Dort mal kurz einen Blick aufs Handy riskiert, 78. Minute, Spielstand 1:0 für Wolfsburg gegen Braunschweig. Das also für Sie zur Information, falls Sie sich auch zu einem Fußballfan zählen. Werde dann auch nochmal gucken, so gut in einer Viertelstunde, wenn das Spiel dann beendet ist und Sie dann auch nochmal über das Endergebnis des Spiels auf dem aktuellen halten. Wir kümmern uns aber weiterhin um das Aktuelle hier im Rennverlauf. Petritschenko, halbe Sekunde zur Zeit. Oh, haben beide dort mit dem Fehler im Karussell. Das hätte die Chance sein können für Petritschenko, sich hier an Taito vorbeizukämpfen. Aber dieser doppelte Fehler, der kann natürlich auch den abgenutzten Reifen jetzt geschuldet sein, während Günther Jahn im hinteren Feld dort die Position an Tobias Altner abgibt. Und Jan da Eingangshucksröhre auch erstmal schön übers Grün geräubert. Solange man das Fahrzeug dort festhält, auch kein Problem. Allerdings kann man an dieser Stelle das Fahrzeug auch sehr, sehr schnell verlieren. Und dann ist ein Rennen hier auch sehr schnell vorbei. Weiter hinten im Feld, Position 7 und 8, Markus Grünes im Zweikampf mit Benjamin Osis. Dort geht es etwas enger zur Sache als wie vorne an der Spitze, weshalb wir mal eben den Blick hier nach hinten riskieren. Rund um Position 7 und 8, Grünes mit frischen Reifen, Osis alte Reifen, altes Spiel für Grünes so gesehen. Osis wird weit rausgetragen im Karussell, Osis kann unten bleiben. Holt sich somit also die siebte Position zurück, der Audi-Pilot und Jura Petritschenko. Weiterhin der Megadruck auf Tobias Taito. Ah, Petritschenko hier knallhart durchs Bellof, es leicht über die Wiese gefahren. Anfahrt jetzt zum Schwalbenschwanzen, dann kommt so ein bisschen die Angststelle des Porsches, nämlich das kleine Karussell, eher gesagt der Ausgang des kleinen Karussells. Jetzt geht es auf die Dettinger Höhe. Wir sehen, Petritschenko hat den perfekten Windschatten von Taito vor sich. Wir blenden jetzt einmal schnell die Geschwindigkeit ein. 267 bei Petritschenko mit Windschatten. Hickel mit Problemen. Hannes Hickel in Schwierigkeiten. Jetzt muss ich mal ganz kurz rausfinden. Das ist die hohe 8. So, also Petritschenko, Windschatten 280. Taito vor ihm ohne Windschatten 290. Das ist dann genau das Problem, was Petritschenko angesprochen hat. Dem Porsche fehlt das an Power. Grünes schiebt sich am Putz vorbei. Das aber klassenexterner Zweikampf. Und jetzt sind wir gespannt. Taito kommt zur Box, Petritschenko kommt zur Box. Wie erwartet. Dementsprechend ist der Blick zu Ralf Stinge, dem Drittplatzierten. Auch den erwarten wir jetzt eigentlich dann zum Boxenstopp. Und wir haben Tobias Altner in Schwierigkeiten. Tobias Altner, der Porsche steht nicht nur, er stand. Also auch Rennende für Tobias Altner nach knapp 6 Runden auf der Schleife. Ralf Stinge, boah, der entscheidet sich da spät zum Boxenstopp. Fährt hinein, Markus weiter. Selbe Taktik, genauso sieht es aus. Ja, und hinten geht es jetzt eng zur Sache. Also Grünes vor Hickel. Hickel hatte ja den Dreher in der hohen 8, nutzt da den Windschatten des Audis nicht mehr komplett aus.
setzt sich jetzt nochmal dahinter, versucht er den Schwung mitzunehmen, lässt den Audi vor sich aber gewähren und ich denke, das ist für Hickel jetzt dann auch, boah, da muss er hart kämpfen, auch Grün ist vor ihm da, leichte Schwierigkeiten gehabt in der Schikane und Hickel erwarten wir eigentlich an der Box, er fährt weiter, Putz kommt an die Box, Osis fährt auch nochmal eine weitere Runde, Michael Nord kommt herein, Steve Hartwig kommt herein, Thomas Ott bleibt draußen. Wie sieht es an der Spitze aus? Taito nach Boxenstopp weiterhin vor Petritschenko. Abstand 1,275 Sekunden. Dort hat sich also nicht viel verändert. Ralf Stingel weiterhin auf der 3. Dort allerdings ist Markus Grünes jetzt auf 4. Der hat sich an Markus Walter vorbeigekämpft. Walter erstmal zurückgefallen auf die 7. Ja, und Grünes, das sind 2,8 Sekunden, die ihn von einem Podium trennen, das momentan noch von Ralf Stingel innen gehalten wird, auf der 3. Position. Da können wir uns also dann noch auf einen Zweikampf rund um P3 und P4 freuen, während wir einen aktuellen Zweikampf rund um P1 und P2 haben. Weiterhin Taito, also im Kampf mit Petritschenko. Petritschenko hier auch hart am Limit. Eingangs Hatzenbach mit dem Porsche. Verliert da auch schon wieder ein paar Meter auf den Audi von Tobias Taito. Und das ist eigentlich so der Streckenabschnitt, wo er am meisten Zeit gut machen kann mit seinem Porsche. Auf der Geraden fehlt ihm dann doch ein bisschen was an Topspeed und das muss er natürlich versuchen, dann hier im kurvigen Teil der Strecke wieder wettzumachen und sich dadurch dann an Taito ranzufahren, beziehungsweise natürlich auch für ihn das Schwierige, er muss sich fast schon im kurvigen Teil an Taito irgendwie vorbeikämpfen, denn auf der Geraden hat Petritschenko mit seinem Porsche effektiv keine Chance, am Audi vorbeizukommen. Da ist der Audi dann einfach gute 10 km/h schneller, auch wenn er nicht mit Windschatten ausgestattet ist, wie es Jura Petritschenko dementsprechend hat. Da wir gerade ein bisschen Zeit haben und Sie sich vielleicht wundern oder fragen, weil Sie auch dementsprechend vielleicht als erstes oder zum ersten Mal hier zuschauen, oben rechts die Logos, die hier immer durchs Bild laufen, das sind die Sponsoren oder Partner eher gesagt von Sim Racing United. Dort hätten wir zum einen das Hotel Tannenhof der Familie Feldbacher. Diese verlosen hier einen Urlaub, der wird ausgelost im Wert von 500 Euro zwischen den Top 5 beider Fahrzeugklassen. Des Weiteren haben wir dann Sport Factory, die beteiligen sich hier an den Kosten der Übertragung und machen das möglich, dass wir alle Rennen live immer übertragen können hier in der GT Multiclass. Des Weiteren haben wir Racetrack Art neu dazugekommen in der laufenden Woche. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, die mit an Bord zu haben. Und Racetrack Art, das kann ich noch mitgeben, hat jetzt übers Wochenende der 24 Stunden auf der Nordschleife auch ein Angebot. 20% geben sie auf ihre Produkte momentan zum Anlass der 24 Stunden. Und wir haben Hickel und Osis in Schwierigkeiten. Und da muss ich schnell hinschalten, da gab es einen Kontakt zwischen Benjamin Osis und Hannes Hickel. Beide können erstmal weiterfahren. Wir schauen mal eben ins Cockpit rein, ob wir was sehen können bei Hannes Hickel. Das sieht dann nicht mehr ganz so gesund aus, wie er da am Lenkrad dreht. Da gehe ich mal von aus, da ist die Aufhängung auf jeden Fall angeknackst. Jetzt der Blick zu Benjamin Osis. Bei Mercedes immer ein bisschen schwerer zu erkennen. Ah, das sieht aber soweit noch gut aus. Ja, da wundert es mich nicht unbedingt. Also Osis, jemand, der ja öfters mal in einen Zwischenfall verwickelt ist. Um nochmal schnell auf die Partner zurückzukommen. Also Racetrack Art momentan mit einem Special über das Wochenende der 24 Stunden Nordschleife. Diese vertreiben schöne Rennstrecken aus Holz, die man sich an die Wand hängen kann. Seit neuestem auch LED-Lampen.
welche man sich aufstellen kann, wo dann eine Strecke quasi in, ich glaube, Plexiglas ist es, eingefräst ist und schön angeleuchtet wird. Wer also sowas gerne mal für das Büro, das Hobbyzimmer oder auch das Wohnzimmer sich zulegen möchte, kann dort auch gerne mal bei den Kollegen vorbeischauen. Dann haben wir noch Sim Racing Tools, das betrieben von Hannes Hickel, der sich ein bisschen damit beschäftigt, um hier das ein oder andere Plugin für Assetto Corsa auch mal bereitzustellen. Er also da diesbezüglich involviert. Und da sind wir auch sehr froh drüber, dass es Fahrer gibt, die nebenbei auch sich noch mit sowas beschäftigen und da versuchen, das Ganze noch mal ein bisschen aufzuarbeiten. Währenddessen lese ich gerade im Chat, dass es bei Tobias Altner harte Frame Drops und Freezes gab. Dort also dann technische Probleme, die bei Tobias Altner zum Ausfall geführt haben. Ja, und ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen die Nase hochziehen muss. Es ist Sommer, es ist Heuschnupfenzeit. Ich gehöre leider zu den Menschen, die dort anfällig sind. Während Lennart Marionek dort mit Dreher war, das bringt Thomas Schmidt jetzt auf die 14 nach vorne. Ja, und wer sich auskennt mit Heuschnupfen, der weiß auch, wie mega ätzend das ist. Dementsprechend kann ich mich dafür nur entschuldigen. Es ist einfach eine blöde Jahreszeit für mich. Da muss ich aber, leider Gottes, seit gut 6 Jahren durch. Ich versuche es immer so selten wie möglich zu machen, aber manchmal, wenn einfach die Luft wegbleibt, dann muss man mal ganz kurz wieder für Frischluft sorgen. Währenddessen aber wir uns jetzt weiterhin hier auf das Renngeschehen konzentrieren wollen. Jura Petritschenko, der es wieder geschafft hat, sich nah an den Audi von Tobias Taito heranzukämpfen, jetzt aber natürlich wieder durch den Verlust des Topspeeds zu kämpfen hat und sich dann hier wahrscheinlich nicht einfach so am Audi vorbeikämpfen kann. Wir sind gespannt. Wir schauen rein. Er nutzt den Windschatten von Taito. Taito probiert da ein bisschen rauszufahren. Und es könnte jetzt vielleicht klappen. Hat Petritschenko irgendwas gefunden? Taito, ah, der zieht ja nochmal links rüber. Ah, mehrfacher Spurwechsel, nicht unbedingt so erwünscht. Jetzt kommen die beiden nebeneinander. Der Audi hat auf jeden Fall den Vorteil des Topspeeds. Und Petritschenko lost da jetzt natürlich den Windschatten, muss sich dadurch wieder hinten anstellen. Und Taito kann die Führung erstmal gegen Petritschenko verteidigen. Am Bremsen jetzt hier auf die Schikane geht beides gut. Beide Fahrer kommen durch, währenddessen haben wir Thomas Brenner verloren. Er also auch vom Server runter. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen von Verbindungsschwierigkeiten aus. Da hatten wir ja vorhin schon gesehen, dass das Fahrzeug ab und zu auch ein bisschen quer durch die Kurven ging. Vielleicht hören wir oder beziehungsweise lesen wir dann auch später was von ihm im Chat. Währenddessen, Jura Petritschenko ist jetzt hier in der Mercedes Arena probiert, setzt sich innen rein gegen Taito. Leichte Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen und Petritschenko hat jetzt die Innenbahn, kann sich also dementsprechend in der Theorie durchsetzen. Schafft es auch und übernimmt jetzt die Führung, während auch Hannes Hickel im hinteren Feld sich mit Benjamin Oses dort im Zweikampf befindet. Wir schalten mal kurz hin, die beiden sind auf der Dettinger Höhe. Oses hatte da die Nase vorne, hat die Nase vorne. Also Oses erstmal vor Hickel, Ende Dettinger Höhe. Während Taito sich jetzt hier erstmal hinter Petritschenko anstellt. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt aussieht. Zum ersten Mal ein Führungswechsel hier an der Nordschleife in der 8. Runde. Taito konnte also weit über Halbzeit das Rennen anführen. Mittlerweile haben wir Blankenburg und Oses auch zu ihrem Pflichtboxenstopp herin. Und Petritschenko, der muss jetzt versuchen, sich auf der Schleife dann den Abstand herauszufahren, damit er auf der Döttinger Höhe nicht mehr in Reichweite von Tobias Taito ist, und das wird ein sehr schweres Unterfangen für den Porsche-Piloten. Da sind wir gespannt, ob Petritschenko sich lösen kann, beziehungsweise wie gut Taito sich jetzt hinter Petritschenko ranhängen kann. Taito, der ja jetzt über 7 Runden freie Fahrt hatte hier auf der Schleife. Zum ersten Mal ein Fahrzeug vor sich. Geht das weit raus, ein bisschen in die Wiese für Taito, aber kein Problem. Jetzt
geht es dann die Küttelbacher Höhe hoch zum Flugplatz. Die erste Gerade, das erste, na, kleine Manko vielleicht für Petritschenko. Und jetzt kommt Taito hier zu weit draußen. Das kostet Zeit, das kostet Schwung. Nicht perfekt gelaufen für den Audi-Piloten. Versucht er den Windstand noch auszunutzen, vielleicht am Bremspunkt Arenberg, wird aber eher unwahrscheinlich. Genauso ist es. Taito muss sich erstmal weiterhin noch hinter Petritschenko anstellen. Jetzt die Fuchshörer hinunter, dort wird es keine Möglichkeit geben für den Audi-Piloten, sich in irgendeiner Art und Weise am Porsche vorbeizuschieben. Adenauer Force hinein, da sehen wir, Taito hat da ein bisschen zu kämpfen auf der Bremse mit seinem Audi. Das sah bei Petritschenko und seinem Porsche etwas runder aus, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, und da kommt Taito dann ausgangs vom Adenauer Force weit auf den Curb. Das Fahrzeug sitzt dort auf und das kostet natürlich dann Schwung beim Ausbeschleunigen, wodurch natürlich die Lücke zu Petritschenko dann auch direkt größer geworden ist. Lennart Marinek mittlerweile an der Box, das noch für Sie als Nebeninformation. Und wir haben den Zweikampf rund um Position 3. Die beiden Audis, Ralf Stingel und Markus Grünes. Grünes, wir erinnern uns, war zweimal an der Box gewesen, Stingel einmal, und dennoch sind die beiden hier so dicht beieinander. Und das zeigt, wie schnell Markus Grünes hier mit dem Audi ist. Während Lennart Marinek jetzt also auch das Rennen von sich beendet hat, dort gegebenenfalls auch aus Anlass der, ja, leichten Verbindungsprobleme, die wir dort auch vorhin im Bild haben sehen können. Da ging es ja öfters quer durch die Kurven. Aber wir konzentrieren uns natürlich mehr auf die Zweikämpfe, die wir hier rund um die Positionen 1, 2 und 3 und 4 haben. Da lese ich ihm das auf, vielen Dank. Ja, wer Heustufen kennt, der weiß, wie nervig das ist. Und Dominik Pieper. Was ist bei Dominik Pieper los? Einmal Chat gelesen und schon verpasst man Dominik Pieper mit DNF. Und da ist das Fahrzeug auch nicht mehr auf der Strecke vorhanden. Ja, das könnte vielleicht wieder ein Verbindungsproblem sein. Pieper ja in den letzten beiden Rennen jeweils schon wegen Internetproblemen aus dem Spiel geflogen, konnte dementsprechend kein Rennen der letzten beiden beenden, und das sieht jetzt wieder danach aus. Sehr, sehr schade für den Lamborghini-Piloten. Sehr starker und schneller Fahrer, leider Gottes in den letzten Rennen wirklich immer durch dasselbe Problem behaftet. Und Thomas Schmidt mit einem weiteren Dreh am heutigen Abend. Da würde ich auch beinahe sagen, ein bekanntes Problem, zumindest am heutigen Abend. Er hat hier also auch schwer zu kämpfen, sein Audi auf der Schleife zu halten. Das wiederum kein Problem für Tobias Taito, der hier weiterhin am Heck des Porsche von Jura Petritschenko hängt, während Markus Grünes auch weiterhin am Heck von Ralf Stinge hängt. Wir haben also drei Audis in den Top 5, beziehungsweise drei Audis auch in den Top 10. In meinem Blick da gerade mal so kurz durch. Fliegt, kann ja einmal kurz gucken, welche Fahrzeugmarken wir noch vertreten haben. Wir haben drei Porsche in den Top 10, Petritschenko auf 1, Thomas Ott auf der 6 und Felix Blankenburg auf der 9. Und Markus Grünes hier dann mal einmal wieder kurz über die Wiese räubert. Dann haben wir die 2 BMW Z4 im Feld, auch in den Top 10, mit Markus Walter auf der 5 und Hannes Hickel auf der 7. Eine Corvette ist in den Top 10, dementsprechend auch nur ein GT2-Fahrzeug mit Herbert Putz auf der 8. Position. Genauso wie ein Mercedes AMG GT3 auf dem 10. Platz die Top 10 dann abrundet, pilotiert von Michael Nord. Das also mal kurz zur Übersicht der Marken, welche sich hier in den Top 10 befinden, Mitte der 8. Runde. Und ich muss jetzt
mich ganz kurz mal verabschieden und doch mal eben mein Nasenspray suchen, denn die Nase ist jetzt dann langsam aber sicher komplett zu. Ich bin gleich dann wieder mit der Stimme für Sie zurück und mit einer hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder etwas freier werdenden Nase. So, und gerade noch rechtzeitig zur Windschattenschlacht der beiden Audis hier stimmlich zurück mit einer noch etwas dichten Nase, aber das wird sich hoffentlich gleich regulieren. Ich hoffe, meine Stimme leidet nicht allzu sehr darunter, während Grünes sich hier richtig hart an Stingel heranbremst. Und Stingel, der die ganze Zeit jetzt relativ freie Fahrt, beziehungsweise nicht nur relativ, er hatte komplett freie Fahrt über die letzten Runden. Er legt hier seine persönlich schnellste Runde hin mit einer 8.024, damit 3/10 langsamer als Grünes hinter ihm in der abgelaufenen Runde. Markus Walter eine 8.025 persönlich schnellste Runde. Und da kommt Stingel weit raus in Turn 1 hier auf der Grand Prix-Strecke. Und Grünes in Turn 2 verliert er den Audi leichten Quersteher. Das gibt Ralf Stingel jetzt wieder Luft zum Atmen. Luft, die er wirklich braucht. Ähnlich geht es auch mir. Ein bisschen Luft wäre auch ganz schön. Aber das Spaß am Rande. Wir gucken einmal ein bisschen durchs Feld. Hannes Hickel kommt zum Boxenstopp herein. Die Abstände weiter hinten im Feld, alle relativ weit auseinander, aber ein Zweikampf in der GT2 bahnt sich dort an zwischen Günther Jahn und Thomas Hübner. Das sind die Positionen. Jetzt muss ich einmal kurz durchgucken. 3 und 4 in der GT2-Wertung. Günther Jahn also auf der dritten Position und Thomas Hübner auf der 4. Oh, und Günther Jahn lässt da einmal richtig schön das Rad stehen. Hier beim Anbremsen. Ich habe weiterhin den Abstand zwischen Stingel und Grünes. Oh, Einfahrtkarussell. Jahn wieder spät auf der Bremse. Wieder stehendes Rad. Muss dort den weiten Weg gehen. Das bringt Hübner langsam aber sicher auch wieder ein bisschen näher an Jahn heran. Und die beiden, die hatten schon mal einen Zweikampf ums Podium. Ich glaube, das war auf dem Red Bull Ring. Da ging der Kampf dann an Günther Jahn. Da Thomas Hübner da nicht unbedingt ein aggressiver Fahrer ist. Er wartet eigentlich meist immer, bis der Vordermann einen Fehler macht, probiert da nicht allzu viel. Und jetzt setzt er aber Günther Jahn dann hier langsam aber sicher doch richtig unter Druck. Bereich hohe 8 sind wir momentan unterwegs. Mit den beiden Piloten rund um P17, P18 oder P3, P4 in der GT2-Wertung. Jetzt Anfahrt Brünnchen und da verliert Hübner dann die Corvette. Das dürfte es dann mit dem Zweikampf gewesen sein zwischen den beiden Piloten. Währenddessen ist Thomas Schmidt zum zweiten Mal an der Box. Und wir schalten zurück zum Duell der beiden Audis. Ralf Stingel gegen Markus Grünes, Position 3 gegen Position 4. Hier geht es um Bronzemedaille, wenn man so möchte. Um den letzten Platz an der Sonne auf dem Podium. Oh, und Grünes, der da wirklich bis an... bis ans Limit geht, fast schon übers Limit geht und dort irgendwie versucht, den Weg am Audi von Ralf Stingel vorbeizufinden. Da lese ich im Chat Werbung, ja. Werbung haben wir hier jetzt so nicht. Außer ein Assetto-Trailer. Aber den gibt es nur am Anfang.
Ansonsten bleiben wir, auch wenn ich mal mich ein bisschen um meine Nase kümmern muss, immer auf dem Live-Bild, damit hier auch keine Szene in irgendeinem Sinne verpasst wird. Beide hier durch die Spiegelkurve hindurch, jetzt Anfahrt Breitscheid. Im Hintergrund haben wir gerade noch Markus Walter gesehen, wie er in die Spiegelkurve hineingefahren ist. Ja, für Markus Walter ein eher unauffälliges Rennen hier an der Nordschleife. Fünfte Position für ihn. Er war ja mal auf Podiumskurs unterwegs. Dann ein Fahrfehler, zumindest gehe ich mal davon aus, der ihm dann das Podium erstmal gekostet hat. Und wenn ich mir aber hier die Pace angucke, die beiden Audi hier gehen können, dann denke ich, wäre es auch ohne den Fehler von Walter hier sehr schwer geworden für ihn, aufs Podium zu fahren. Günther Jahn, neue persönliche Bestzeit, 8:26.0 von ihm. 8:20.0, so rum. Und da hören wir wieder das Knattern bei Markus Grünes. Jetzt schauen wir mal ins Cockpit hinein. Diesmal ist er im sechsten Gang. Also der sechste Gang bei Grünes funktioniert noch. Dementsprechend hat er dort vorhin wahrscheinlich einfach vergessen zu schalten im Zweikampf mit Hannes Hicke. Und da hat er jetzt einmal schon mal sein Flashlight ausgepackt. Möchte dort also Ralf Dinge auch psychisch jetzt ein bisschen unter Druck setzen. Währenddessen Steve Hartwig sich hier an Michael Nord vorbeigeschoben hat. Hartwig damit also auf der 9, Nord auf der 10. Das kurz als Information. Aber wir natürlich gleich wieder zurück zum Duell hier der beiden Audis. Das engste Duell momentan auf der Strecke. Petritschenko, der konnte sich, nachdem er die Führung übernommen hat, vor gut 1,5 Runden jetzt auch schon absetzen von Tobias Taito. Dort der Abstand knapp 3 Sekunden zwischen den beiden Piloten. Hübner, der nach seinem Fehler vorhin eingangs Brünnchen, also jetzt Zeit hat einbüßen müssen auf Günther Jahn. Dort sind es 2,5 Sekunden, die die beiden momentan trennen auf den Positionen 18 und 19. Dort geht es ja um den letzten Podiumsplatz in der GT2-Wertung. Auch dort natürlich immer mal ein Blick drauf. Ansonsten, wenn ich meinen Blick so durch die Positionen schweifen lasse, dann haben wir noch eine enges Duell hier hinten rund um Position 11 und 12 zwischen Benjamin Urses und Michael Behrendt. Der letzte verbliebene oder der fast letzte verbliebene Nissan im Feld, abgesehen von Sven Euskirchen. Und Fehler Markus Grünes. Kaum schalte ich dort mal vom Duell weg, macht Markus Grünes den Fehler. Dreher im kleinen Karussell. Sieht aber danach aus, als wie hätte er es ohne Einschlag über die Bühne bringen können. Ralf Stingel dadurch jetzt also richtig Luft und Markus Walter. Ja, der hat jetzt auf einmal ein Fahrzeug in Sichtweite. Jura Petritschenko packt dann nochmal die schnellste Rennrunde aus. 7,59, 4,38. Damit war er in der abgelaufenen Runde eine halbe Sekunde schneller als Tobias Taito. Und das zeigt dann auch wieder irgendwo die Klasse eines Jura Petritschenko. Auf so einer Strecke in der 9. Runde nochmal die schnellste Rennrunde zu fahren. Das ist auf jeden Fall eine herausragende Leistung von Petritschenko hier am heutigen Abend. Soll natürlich niemals die Leistung aller anderen Piloten schmälern, denn jeder, der hier das Rennen über 90 Minuten, sprich über diese 11 Runden ins Ziel gefahren hat, hat dementsprechend auch eine sehr gute Leistung am heutigen Abend geliefert. Nordschleife, immer eine schwere Strecke, immer eine Herausforderung für Mensch und Maschine.
beziehungsweise hier im Simsport dann eher für den Menschen als für die Maschine. Wir haben es auch vorhin, während Bernhard Jansen mit Drehausgangs Arenberg gemeldet wird. Dort gab es auch einen Einschlag in die Wand, Motorhaube vorne etwas angehoben. Wir haben es vorhin gehört von Walter Hanf, der nach seinem Ausfall ja kurz bei uns hier in der Kommentatorenkabine vorbeigeschaut hat. Und auch er hatte es ja bestätigt, dass es hier einfach knallhart zur Sache geht. Genauso knallhart zur Sache gehen tut es gerade zwischen Behrendt und Oses. Behrendt konnte sich dort vorbeischieben an Oses. Oses versucht es jetzt unter der Antonis-Buche, geht er da nochmal am Behrendt wieder vorbei. Nutzt also den Windschatten Behrendt, der sich erst vorbeigesetzt hatte am Mercedes. Dann aber natürlich der Windschatten auf Seite, auf der Seite des Mercedes und Matthias Liebig. Boah, damit Fehler Sven Euskirchen mit Dreher. Liebig, der hat dann gleich mal die Escape-Taste benutzt und sein Rennen beendet. Beide aber, glaube ich, nicht miteinander verwickelt, denn das waren unterschiedlichen Stellen der Strecke. Euskirchen setzt seine Fahrt auf der 20. Position fort und wird dann dementsprechend auch bald noch eine weitere Position geschenkt bekommen, wenn er dann am Porsche von Matthias Liebig vorbeigefahren ist. Enge Abstände auf der Strecke momentan hier zwischen Position 11 und 12, Benjamin Oses und Michael Behrendt. Ansonsten noch relativ eng, 1,5 Sekunden zwischen Steve Hartwig und Michael Neuen, rund um die Position 9 und 10. Und dann haben wir noch Markus Grünes und Markus Walter. Ja, und Grünes, jetzt wird er aber vom Federteufel verfolgt. Grünes kommt da von der Strecke ab, jetzt Walter. Ah, der hat den Schwung, der musste auf die Bremse gehen. Walter, oh, was macht Grünes denn da? Der fliegt da über die Strecke. Sehen wir beide Piloten? Wir sehen beide Piloten und Walter ist vorbei. Markus Walter also jetzt auf der 4. Markus Grünes völlig von der Rolle. Vorhin den Fehler, den wir nicht im Bild hatten, als er dort dann Stingel hat ziehen lassen müssen, jetzt unter Druck dann von Markus Walter. Und da ist er einfach over the top gewesen mit seinem Audi. Hat das Limit dort ein bisschen zu weit herausgefordert, hat den Audi zu stark geprügelt. Und das endete dann neben der Strecke mit einem Einschlag in die Leitplanke. Wir sehen es, der Audi ist dort ein wenig beschädigt an der Front. Auch die Windschutzscheibe, selbst die Heckscheibe sieht da nicht mehr gesund aus. Und da sehen wir schon, da lenkt das Fahrzeug auch nicht mehr wirklich ein. Ja, und da ist die Lenkung quer. Das ist klar zu sehen. Es geht da mehr geradeaus als wie rechts rum. Aufhängungsschaden also beim Audi von Markus Grünes. Ja, und der wird jetzt versuchen, das Fahrzeug hier irgendwie nochmal 2 Runden um den Kurs zu schleppen. Wir schauen mal auf die Abstände. Thomas Ott auf der 6. Ja, das sind nur 5 Sekunden, den wird er nicht mehr halten können. Zu Felix Blankenburg sind es 32 Sekunden. Aber so wie er hier kämpfen muss, da sehen wir mal, was für eine Arbeit das ist, hier das Fahrzeug um die Strecke zu schleppen mit einer kaputten Aufhängung. Thomas Ott, der jetzt hier im Hintergrund angeflogen kommt. Da hoffen wir mal, dass er früh genug sieht oder feststellt, dass Grünes vor ihm dort mit Schwierigkeiten oder einem defekten Fahrzeug zu kämpfen hat. Ott, der jetzt hier an Grünes also ohne Probleme natürlich vorbeigeht. Und Grünes, der hier kämpft, den Audi auf der Strecke zu halten. Ja, und dieser Abflug da auf der Quittelbacher Höhe, wo Grünes in die Leitplanke gefeuert ist, der hat ihm dementsprechend die Aufhängung hier zerschossen. Somit also das Lenkrad in Halb-Acht-Stellung, wie man so schön sagt. Und das wird noch eine schwere Aufgabe für Markus Grünes, hier den Wagen nicht nur in dieser Runde um die Strecke zu befördern, sondern natürlich, sollte er ohne Reparaturstopp durchfahren, muss er damit nochmal eine Runde bewerkstelligen. Und wenn ich mir die Abstände angucke, wir haben 18 Sekunden zu Felix Blankenburg, 30 Sekunden zu Herbert Putz, 36 zu Steve Hartwig und 39 zu Michael Nord. Und das ist dann schon die Top 10 abgeschlossen. Also 39 Sekunden bis zum 10. Platz. Ja, das ist nicht mehr viel. Das kann allein in dieser Runde eigentlich schon verlieren. Da er natürlich dementsprechend
an Speed einbüßt hier über die Strecke. Apropos Speed und apropos eng, es wird auch nochmal eng für Jura Petritschenko. Tobias Taito, der dort langsam aber sicher die Lücke um gut 2 Sekunden wieder zugefahren hat zu Petritschenko. Ja, wir hören es, die Audi, also es ist nicht nur grüne, sondern auch Tobias Taito, der hier richtig schön mal den Audi an den Rev-Limiter bringt. Oder auch Drehzahlbegrenzer auf Deutsch. Da spart man sich vielleicht auch einfach den ein oder anderen Schaltvorgang. Selber kenne das sehr gut, denn ich muss zugeben, ich bin auch ein Fahrer, der ziemlich schaltvoll ist auf der Schleife und da manche Gänge dann doch ein bisschen über das Limit ausfährt, als wie es immer gleich mit dem perfekten Abschluss zu nutzen. Für alle Fußballfans noch kurz die Info: Wolfsburg konnte sich mit 1-0 gegen Braunschweig durchsetzen im Relegationshinspiel. Das noch schnell als Randinformation, während wir jetzt gespannt sind dann auf die letzte Runde zwischen Taito und Petritschenko. Kampf um den Sieg hier an der Nordschleife. Taito hier erstmal noch zu weit weg auf der Dettinger Höhe, um einen Angriff setzen zu können. Leichter Drift beim Einfahrt der Schikane, das haben wir aber schon öfter gesehen bei Tobias Taito. 7 Zehntel der Abstand zwischen den beiden Ersten. Und da musste Petritschenko einen Fehler gehabt haben, denn 2 Sekunden langsamer als Taito in einer Runde. Entweder hat da Taito nochmal richtig was ausgepackt oder eben Petritschenko mit einem Fehler. Ich schau mal zu Markus Grünes, der kommt jetzt hier ins kleine Karussell hinein, musste mittlerweile auch Felix Blankenburg ziehen lassen. Er ja zu kämpfen mit der kaputten Aufhängung an seinem Audi R8. Während die beiden Führenden schon in der letzten Runde sind, muss Markus Grünes nochmal einmal eine komplette Runde fahren. Entweder mit kaputten Auto oder er lässt es reparieren. Tobias Taito, der sich hier langsam aber sicher wieder an das Heck des Porsches von Jura Petritschenko herankämpft. Und dort natürlich hofft, dass er dann zum richtigen Zeitpunkt auf der Döttinger Höhe noch hinter Petritschenko ist, beziehungsweise nah genug an Petritschenko heran ist, um sich dann auch dementsprechend am Porsche vorbeikämpfen zu können. Schau mal eben zu Markus Grünes. Er kommt nämlich jetzt dann langsam aber sicher Richtung Boxeneinfahrt. Einmal durch die Schikane hier hindurch. Dann schauen wir, ob er reparieren lässt. Nein. Grünes, wie schon von mir vermutet, fährt hier mit der schiefen Lenkung dann noch die letzte Runde für sich zu Ende. Im Hintergrund kommt der Führende der GT2 Herbert Putz in seiner Corvette herangeflogen. Wir schauen mal kurz. Also Grünes hat jetzt noch 13 Sekunden zu Michael Nord, der auf der 10. Position unterwegs ist. Ja, 26 Sekunden zum 11. und 12. Also da wird er noch einiges an Positionen einbüßen müssen. Ich denke, Benjamin Osis wird es am Ende der Runde auf jeden Fall auch noch schaffen, sich an Grünes vorbeizuschieben, und dann würde Grünes mindestens auf die 12. Position zurückfallen. Davon gehe ich jetzt mal grob aus. Hannes Sickel auf der 13. persönlich schnellste Runde, 8 Minuten 00191. Ja, könnte natürlich sein, dass er auch noch hinter Hannes Sickel zurückfällt, und dann wäre es am Ende eine 13. Position für den Audi-Piloten. Sehr schade für ihn. Er hat ein starkes Rennen gezeigt, hat den Audi lange und weit am Limit gepusht, dann einmal zu viel gepusht, zu viel gewollt.
sich dabei die Aufhängung dementsprechend beschädigt. Und jetzt geht es dann eher im Schleichgang hier über die Schleife. Manch einer wird sich jetzt vielleicht wundern und sich die Frage stellen, warum kommt man dann nicht an die Box, wenn das Fahrzeug so beschädigt ist. Na gut, das kann ich auch ganz einfach erklären. Ich würde es auch nicht machen, denn ein Reparaturstopp plus Boxendurchfahrt kostet dann einfach zu viel Zeit, dann würde es noch weiter nach hinten gehen. Dementsprechend versucht man dann das Fahrzeug mit reduzierter Geschwindigkeit hier nochmal über die Strecke zu schleppen und damit das bestmögliche Ergebnis am Ende herauszuholen. Grob geschätzt ja momentan sollte es für die 13. Position reichen. Ein Reparaturstopp allerdings hätte ihn dann gegebenenfalls auch auf P14 bis P16 gegebenenfalls nach hinten fallen lassen können. Dementsprechend das auf jeden Fall dann auch die richtige Entscheidung. Steve Hartwig, der mittlerweile auch seinen Weg dran vorbeigefunden hat, dadurch jetzt also grünes auf der 9. Und da sehen wir, wie der Audi da abhebt. Das ist einfach der beschädigte Split da vorne. Da fehlt dann der Anpressdruck auf der Vorderachse. Dann noch eine etwas schief stehende Aufhängung vorne, die auch nicht gerade hilfreich ist, wenn es um Anpressdruck geht. Und da sehen wir, wie der Audi auch hier wieder bei diesem leichten Sprung ins Kippen gerät. Ah, und jetzt geht es natürlich hier nochmal neben die Strecke. Nochmal ein paar Einschläge auf den Audi. Das sind auch alles Einschläge auf die Aufhängung. Das macht das alles nicht gerade besser und einfacher für Grünes. Na gut, viel querer kann das Lenkrad nicht mehr stehen. Aber wir sehen es hier durch die Fuchsröhre. Linkskurven fast nicht mehr fahrbar für ihn im Audi. Ja, da muss er die Leitplanken nehmen, um sich hier über den Kurs zu tragen. Und da sehen wir mal, wie weit er nach links einlenken muss, bevor dann eine Reaktion des Fahrzeugs wieder zustande kommt. Rechtskurven auch nicht gerade unbedingt leichter. Ja, da geht dann Berend und Osis vorbei, wie von mir angekündigt, dass die beiden vorbeigehen. Nächster ist dann Hannes Hickel, der sich dann auch über kurz oder lang hier am Audi von Markus Grünes vorbei schieben werden kann. Taito in Schwierigkeiten und das ist rennentscheidend. Taito Dreher im Karussell, Abstand zu Petritschenko jetzt über 2 Sekunden. Update kommt rein, knapp 9 Sekunden jetzt zwischen Petritschenko und Taito. Und dann hat Taito also die letzte Chance auf den Sieg hier im Karussell weggeschmissen. Und wenn Petritschenko das Ganze jetzt ohne Fahrfehler nach Hause fahren kann, dann steht der Sieger hier eigentlich so gut wie fest. Schauen wir eben, Petritschenko kommt jetzt Richtung Brünnchen. Hickel jetzt also auch an Grünes vorbei. Das war abzusehen. Ja, und Petritschenko, der kann jetzt effektiv durchatmen. 9,5 Sekunden Vorsprung auf Tobias Taito. Anfahrt jetzt Richtung Pflanzgarten 1. Braucht hier absolut keinen Druck mehr machen. Kann jetzt auch ein bisschen Gas rausnehmen. Kann die letzten Meter dann hier richtig, so gesehen, rollen lassen. Muss das Limit nicht mehr unbedingt herausfordern. Das ist natürlich nach so einem Rennen auf so einer Strecke ein sehr angenehmes Gefühl für den Führenden, aber natürlich sehr, sehr schade für Tobias Taito und natürlich auch für uns, denn das bringt uns um einen harten und vielleicht auch spektakulären Zweikampf hier in der letzten Runde rund um die Führung. Und auch Taito natürlich, der wird es jetzt dementsprechend ruhiger angehen lassen. Auf der zweiten Position wird er natürlich auch nicht mehr ans Limit gehen. Wird auch sein Rennen jetzt einfach dann nur noch nach Hause fahren. Und das ist eben der Unterschied von der Nordschleife. Im Gegensatz zu anderen Strecken, während Benjamin Osis auch nochmal einen Fehler hinlegt. Benjamin Osis mit Dreher, damit also die Möglichkeit für ihn in die Top 10 zu fahren. Ausgangs des Karussells auch erledigt. Da kommt Hannes Hickel nochmal angefahren, aber Hickel wird da zu weit entfernt sein. Und wir gehen zurück zum Führenden, zu Jura Petritschenko. Das letzte Mal hier hinein in die Schikane.
einmal schön smooth durchfahren, da den Finger schon an der Lichthupe. Dann ist es Jura Petritschenko, der das 90-Minuten-Event hier auf der Nordschleife gewinnt. Herzlichen Glückwunsch an ihn zu diesem Sieg am heutigen Abend. Dann Tobias Taito, schade, dass wir den Zweikampf nicht mehr gesehen haben, aber auch Glückwunsch natürlich an ihn zu einem tollen zweiten Platz hier auf der Nordschleife von Ralf Stingel, der ja nach den Fehlern von Grünes dann wieder unbefreit hat fahren können, schafft es hier seinen Audi auf das Podium zu fahren, wenn er dann hier nochmal gut durch die Schikane kommt. Das sieht gut aus. Das letzte Mal für ihn, also jetzt auf Start und ziehen, dann ist es der dritte Platz und das verdiente Podium dann für Ralf Stingel nach einem soliden Rennen hier auf der Nordschleife. Glückwunsch natürlich auch an ihn und auch an Markus Walter, der dann hier auch mit einem leicht ledierten Z4 das Rennen auf der vierten Position beendet. Er wird nicht ganz zufrieden sein, hat da glaube ich gerade mal noch mal schöne Motor in die Luft gejagt, das hörte sich nicht mehr gesund an. Thomas Ott, der seinen Porsche hier unauffällig auf die fünfte Position gesetzt hat. Auch da natürlich Glückwunsch. Super Ergebnis für ihn. Er wird, denke ich, zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Wird sich über den fünften Platz gut freuen. Genauso wie Felix Blankenburg, der es dann am Ende schafft, seinen Porsche auf der 6 ins Ziel zu befördern. Auch er wird mit diesem Ergebnis super zufrieden sein. Und dann haben wir Herbert Putz, den Standardsieger eigentlich in der GT2-Wertung. Der Markus Walter ist auch direkt schon vom Server runter. Und Herbert Putz holt also dann den, ich glaube, jetzt wieder dritten Sieg in Folge in der GT2-Wertung. Gesamt siebter Platz, Sieg in der GT2, also auch für ihn ein herausragender Abend. Die Fahrtweg am Ende dann auf der 8 von Michael Nord, der seine Mercedes hier auf der 9 ins Ziel bringt. Michael Behrendt mit seinem Nissan am Ende in den Top 10 hat sich durchsetzen können gegen Benjamin Oses und Hannes Hickel. Hat sich ebenso durchsetzen können gegen Benjamin Oses. Hickel holt sich damit also einen 11. Platz. Oses dann am Ende nur noch auf der 12. Markus Grünes, ja, er ist mit seinem Audi hier noch etwas länger unterwegs. Das ledierte Fahrzeug wird hier weiterhin um die Strecke getragen. Jetzt noch einmal über die Dettinger Höhe, das wird für ihn natürlich Entspannung pur sein. Einfach mal das Lenkrad jetzt in einer Richtung festhalten. Da sehen wir Stefan Gauci, der da mit seinem Lamborghini Huracan noch angeflogen kommt. Und je nachdem, wie schnell Grünes jetzt also durch den letzten kurvigen Teil, also durch die letzte Schikane durchkommt, könnte es sein, dass Gauci sich da vielleicht noch vorbeischieben kann. Wir hören es, Grünes muss da schon lüpfen. Anfahrt an Tonesbuche. Kann er nicht mehr vollen Schwung durchgehen, muss jetzt auch früh auf die Bremse gehen. Gauci kommt da aber erst im Hintergrund, das wird sich nicht mehr ausgehen und somit wird Grünes es dann schaffen, hier den 13. Platz ins Ziel zu retten mit seinem arg demolierten Audi. Glückwunsch auf jeden Fall Markus Grünes zu der Leistung der letzten beiden Runden, diesem schwer beschädigten Fahrzeug hier noch die 13. Position herauszufahren, gefolgt von Stefan Gauci auf der 14. Dann haben wir Georg Heger auf der 15, der damit den zweiten Podiumsplatz in der GT2 hier am heutigen Abend einfährt. Dahinter Thomas Schmidt auf der 16. Und Georg Heger, der sich jetzt hier noch einmal in die letzte Schikane hineinbremst. Da Markus, super Rennen, Glückwunsch nochmal an dich zum vierten Platz und dir dann natürlich dementsprechend viel Spaß an der Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen. Hab eine gute Zeit und ich denke, wir sehen und hören uns dann in 2 Wochen wieder zum nächsten Rennen. So, wir gucken noch einmal hier schnell auf die letzten Plätze, die uns jetzt dann ausgeblieben sind. Also Thomas Schmidt 16. vor Thomas Hübner auf der 17, der dann auch das Podium komplettiert, während der Server jetzt dementsprechend umschaltet. Dann schalten wir auch dementsprechend hier um. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich noch die Fahrer dann zum
Interview herankriegen. Ich kümmere mich da gerade mal drum. Und dann melde ich mich gleich wieder mit den Interviewpartnern für Sie zurück. User was moved to your channel. Ja, vorne gelb. User was moved to your channel. Ist wieder nüchtern. Dann also herzlich willkommen zurück zu den Interviews. Ja, die Frage ist berechtigt und ja, ich bin wieder nüchtern. Dementsprechend können wir auch die Interviews problemlos führen. Wir beginnen mit dem Sieger des heutigen Abends, Jura Petritschenko. Jura, eine klasse Leistung von dir. Du warst lange auf P2 hinter Tobias gelegen und hast dich dann in einem Moment an ihm vorbeisetzen können und konntest ihm wegfahren. Dann die Lücke aber wieder geschlossen worden. In einer Runde warst du dann 2 Sekunden langsamer. Tobias kam nochmal ran. Wie hast du dich gefühlt über das Rennen und wie froh warst du dann aus deiner eigenen Position heraus, dass Tobias dort einen Fehler drin hatte, der dir dann in der letzten Runde nochmal die Luft zum Atmen quasi wiedergegeben hat? Ein Sieg!
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bin super, super, super happy. Quali hätte besser laufen können für mich. Ich habe wirklich fast eine Sekunde weggeschmissen in der allerletzten Runde. Und umso ärgerlicher war das dann, nicht auf Pol zu stehen, weil ja, überholen ist eigentlich unmöglich und der Audi ist auf den Geraden doch ein bisschen schneller als der Porsche. Ja, also ich habe erstmal das alles angeschaut, also hinterhergefahren, versucht nicht zu sehr zu pushen, weil ich hatte echt Bange, dass ich hier nicht durchkomme. Man muss sich so fokussieren, das ist unglaublich. Das ist wirklich die schwerste Strecke der Welt, finde ich. Genial. Und ja, eigentlich, weil du dein Auto nicht weggetan hast, Bernd, bin ich dann gegen die Bande gefahren in der sozusagen der ersten Runde, kurz vor Start und Ziel, und hatte Aeroschaden. Und ja, der Tobias ist mir ein bisschen entwischt. Und ich konnte gerade so die Zeiten mitgehen, auch ganz leicht aufholen. Ich glaube 3/10 oder was pro Sektor. Und ja, aber wo ich ganz zum Schluss dran war, das war, da war kein Vorbeikommen möglich, weil auf den Geraden, auf der Döttinger Höhe, das war unmöglich. Also. Und in der Box, naja, dachte ich, dass der Tobias vielleicht eine Runde früher reinkommt und eventuell in den Verkehr kommt. Aber so war es nicht. Wir sind dann beide in der 6. Runde rein. Und ja, da habe ich dann meinen Schaden repariert. Und ab da konnte ich wirklich schnelle Zeiten fahren und den Tobias unter Druck setzen. Ja, erstmal hat er einen Fehler gemacht, kurz vor der Deutinger Höhe. Also da ist er nicht optimal auf die langen Gerade rausgekommen. Und da konnte ich mich in den Windschatten reinsetzen. Allerdings, sobald ich aus dem Windschatten raus war, ist er mir wieder davon gefahren. Der Audi hat schon Bombs, muss ich sagen. Und ja, und Glück im Unglück, er hat sich in der ersten Kurve leicht verbremst, ist dann Kampflinie gefahren und ich konnte sozusagen auf der Strecke, auf der GP-Strecke schnappen. Und das war genial, also das hätte ich erst nicht gedacht, dass ich das noch schaffen werde. Die Rundenzeiten waren sehr identisch und ja, vorletzte Runde ist bei mir wie in Barcelona die Traktionskontrolle ausgefallen. Die ist dann auf ausgeschaltet gesprungen und dann kurz vorm Karussell beim Herausbeschleunigen hatte ich auf einmal durchstehende Räder und habe fast einen 1360er gemacht, aber konnte das Auto gerade so abfangen. Und wieder Glück gehabt, dass der Tobias doch 4 Sekunden circa weg war und ich konnte dann doch noch die erste Position behaupten. Zum Schluss nur noch versucht, das Ding nach Hause zu schaukeln und ja, ich bin absolut super happy über den Sieg und genial. Also ich glaube, das ist das beste Rennen, das ich je gefahren bin. Und das von einem Mann, der schon mehrere Rennen hier in der Multiklasse sich behaupten konnte. Du hast es angesprochen, es ist sehr anstrengend gewesen. Permanente Action über 90 Minuten. Jetzt geht es ja dann in 2 Wochen weiter auf die nächste Strecke nach Polen, eher gesagt nach Posen. Inwiefern denkst du, wirst du da Chancen haben mit deinem Porsche und was denkst du, wird dort für dich dann möglich sein? Da spielen natürlich wieder die Asphalt- und die Lufttemperatur eine Rolle, eine große Rolle. Weil, ja, Polen, ich hoffe mal, das sind kalte Temperaturen. Und ja, also wenn wir ganz Pech haben, dann müsste man wieder Medium fahren und die anderen Soft. Und mit den 50 Kilos würde ich mal behaupten, auf der Strecke das Treppchen fast schon nicht zu holen. Weil sehr, sehr viele Kurven. Und ja, je nachdem wie die Temperatur ist, wird das sehr schwierig sein, überhaupt irgendwie nach vorne zu kommen. Aber ich bin guter Dinge, ich werde mich gut vorbereiten und naja, vielleicht geht ja doch ein bisschen was. Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall viel Glück, viel Spaß bei der Vorbereitung. Glückwunsch nochmal zum Sieg am heutigen Abend und auch zur schnellsten Rennrunde am heutigen Abend. Danke, danke. Und danke dir für das Interview. Machen wir weiter mit dem zweitplatzierten Tobias Teiter. Tobias, du konntest das Rennen sehr lange anführen, hattest dann ab Runde 8 Jura vor dir. Wie groß war dann der Unterschied, sich daran zu gewöhnen, ein Fahrzeug vor sich zu haben? Und
Wie kam dann dein Fehler zustande? War es einfach zu viel gefordert oder war es dann doch die Konzentration, die vielleicht da dann auch mal nachgelassen hat? Ja, die Konzentration hat nachgelassen und ich hatte das ganze Rennen mit einem untersteuernden Fahrzeug zu kämpfen, was es mir nicht leicht gemacht hat, in den langsamen Ecken an Jura dran zu bleiben. Aber zumindest ging mein Plan auf von Anfang an, also mein Plan oder mein Ziel war, die Pole zu fahren, weil das das einzigste Ding war, wo ich mir Chancen ausgerechnet habe, wenn ich vom P1 rausgehe. Den Jura und seinen Porsche hinter mir zu halten, ist mir zum Glück geglückt. Ich bin, nachdem ich zwei Runden auf Mediums gesetzt habe, bin ich mit dem Softreifen raus, bin die Einführungsrunde im Schleichtempo gefahren, dass ich den Reifen nicht zu sehr beanspruche, um dann auf eine Hotlap mit dem Softreifen alles zu geben. Mir ist es zum Glück geglückt. Ich glaube, mit 3 Zehntel habe ich die Pole geschnappt und habe dann das Qualifying noch beobachtet und abgewartet, ob da noch jemand kommt. Aber da kam zum Glück keiner. Somit konnte ich dann zumindest vom P1 losfahren, was immenser Vorteil war auf dieser Strecke. Start war okay. Markus ist mir leicht ins Heck gefahren. Da habe ich einmal kurz angetäuscht beim Gasgeben. Bin dann wieder leicht vom Gas runtergegangen, dann ist er mir leider ein bisschen ins Heck gefahren. Ich weiß es nicht, ob das ein großer Aeroschaden war oder nicht. Auf jeden Fall hat es geblinkt. Vielleicht hat es was ausgemacht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, dann ging die Reise los. Ich konnte den Abstand halten. Dann gab es einen kleinen Kontakt mit deinem Übertragungswagen. Ich habe schon gedacht, warum kommt da gelbe Flagge? Hab's nicht wirklich weiter beachtet, weil ich gedacht habe, das muss irgendein Fehler sein. Das kann nicht sein, dass ein Auto steht. Und der Tatsache stand im Knick dein Auto. Ich konnte, glaube ich, ohne Berührung daran vorbei. Jura hat es, glaube ich, ein bisschen erwischt und hat sich ein bisschen Aeroschaden geholt, was ihn ein bisschen aufgeholt hat. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das hat ihn ein bisschen aufgehalten. Okay. Ja. Und ich konnte aber dann die Pace auch wieder nicht halten. Er ist wieder rangekommen bis P6, bis Runde 6 sind wir gemeinsam in die Box rein und sind identisch wieder raus. Oh, dann ging es weiter. Die letzten 5 Runden auf dem Plan. War eigentlich alles gut. Auto lief super. Abstand konnte ich nicht wirklich halten. Ich habe schon gemerkt, er kam näher und näher. Dann ging es langsam los. Die Schweißperlen, ohne Scheiß, wir sind zum ersten Mal seit langem wieder Schweißperlen von der Stirn gelaufen. Die Konzentration ja, ging natürlich nach unten und dann hatte ich einen kleinen Fehler, ich glaube im zweiten Karussell oder in der Eiskurve, ich weiß es nicht mehr. Das hat sich dann auf der Döttinger zu einem kleinen Windschattengefecht entwickelt, war ganz cool. Ich habe gesehen, wie er rangeflogen ist, konnte sich auch nicht wirklich vorbeisetzen, weil wo er den Windschatten verlassen hat, ja, hat er den Speed wieder eingebüßt und ich konnte mich vor ihm halten. Allerdings, ich denke mal, beim Porsche wird das auch so sein. Nach der dörtigen Höhe sind die Reifen so kalt, wenn du auf den Grand Prix Kurs kommst. Ich hatte eh schon Untersteuern, wie die Sau. Und dann mit den kalten Reifen habe ich einen kleinen Fehler gehabt im T2, glaube ich. Den hat Jura dann eiskalt genutzt. Ich konnte überhaupt nicht kontern. Ich hatte keine Chance, das Auto links umzulegen. Damit war er durch und das Rennen ab da für mich eigentlich gelaufen, weil ich gedacht habe, ne, ich packe ihn nicht mehr aufzuholen. Jo, aber mit P2 super happy. Sonst habe ich genug geredet. Das freut uns auf jeden Fall zu hören. Jetzt natürlich auch noch an dich die Frage, in 2 Wochen komplett andere Strecke mit Posen. Was denkst du, wird für dich mit dem Audi dort möglich sein, vor allen Dingen dann auch mit 40 Kilo Erfolgsgewicht? Also ich rechne mir überhaupt keine Chancen aus, weil ich mit Kilos klarkomme. Mache mich extrem langsam. Ich kann es nicht kompensieren wie Jura zum Beispiel, der wo selbst ein 50 Kilo uns davon fährt. Ich kann es nicht, also mit 40 Kilo, sag mal, P5 ist das Ziel. Aber Podium auf keinen Fall, unter normalen Umständen niemals. Und dazu kommt noch, dass ich die Strecke eigentlich gar nicht kenne. Ich bin 1-2 Runden mal gefahren, als Hotlap mit einem anderen Auto, um die Strecke mal ein bisschen anzugucken. Aber wirklich Kenntnis habe ich nicht und ja, ich weiß nicht, wie die Motivation wird zum Trainieren. 20 Pflichtrunden werde ich fahren und alles darüber hinaus mal gucken, was die Zeit so hergibt. Da wünsche ich viel Spaß beim Strecke kennenlernen und natürlich auch viel Erfolg dabei, um dass es gute und befriedigende Rundenzeiten werden. Dann gratuliere ich dir nochmal zur Pole Position am heutigen Abend sowie zum 2. Platz und danke auch dir für das Interview. Oh, danke, bis dann.
Unser Drittplatzierter aus der GT3, Ralf Stinge, ist leider nicht vorhanden. Deshalb machen wir direkt weiter mit dem Sieger in der GT2-Wertung, Herbert Putz, unser Stammgast hier in der Moderationskabine nach jedem Rennen. Es müsste jetzt der dritte Sieg für dich in Folge sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es dürfte für dich der härteste Sieg in der ganzen Saison gewesen sein. Du warst ja permanent eigentlich umgeben, auch von GT3-Fahrzeugen. Gib uns mal einen kleinen Einblick aus deinem heutigen Rennen. Ja, schönen guten Abend. Ja, es war wirklich ein geiles Rennen und es war, wie der Jura gesagt hat, gilt das für mich auch, das war das beste Rennen, das ich im Kopf habe, das was ich jemals gefahren bin, weil ich habe, wie gesagt, einmal gehabt, ich habe es ja beim letzten Renninterview gesagt, dass ich die Nordschleife noch nicht gekannt habe, habe diese Strecke mit Onboard-Videos aus GT3-Fahrzeugen studiert und habe eigentlich mich gut vorbereitet. Im Qualifying selbst war der Georg schneller. Ich bin da zwei Runden gefahren und die Zeit hätte ich nicht geknackt. Also da war der Georg eindeutig besser. Im Rennen dann war ich auch am Anfang hinter ihm. Er hat sich aber dann, im Brünnchen dann mal weggedreht. Und dann bin ich einfach vorher die Pfeile, was die Hütte hergegeben hat, gefahren. Und es war ein fehlerfreies Rennen, es hat alles super funktioniert, auch der Start. Und ich hätte es gar nicht geglaubt, dass das so über die Bühne geht, so friktionsfrei, vor allem am Anfang. Bei Michael Nord muss ich mich entschuldigen, den habe ich, glaube ich, eben auch im Brünnchen einmal leicht duschiert in der ersten Runde. Er ist da in Schlingern gekommen, hat ein paar Plätze verloren, hab mich schon entschuldigt bei ihm. Aber sonst war das ein Wahnsinnsrennen und bin total platt geschwitzt und ich sage einmal Prost an alle. Prost. Aber Prost für mich heute nicht mehr. Natürlich dann auch für dich noch abschließend die Frage, in zwei Wochen geht es nach Polen auf die Strecke Posen, eine Strecke, die dir bekannt ist, oder geht es dir ähnlich wie Tobias, dass du auch erstmal die Strecke dort kennenlernen musst? Ja, bevor ich das beantworte, noch schöne Grüße nach Berlin, da wurde mir heute auch die Daumen gedrückt und nach Radstadt. Ja, Tor-Poznan ist eine Strecke, die wir schon kennen oder die meisten von uns, weil wir da am Beginn der Saison ein Testrennen gefahren sind. Ist auch eine relativ schnelle Strecke. Ich habe halt 50 Kilo wieder im Auto. Ich hoffe, dass einmal mehr GT2 mitfahren, aber der Georg, glaube ich, ist nicht dabei. Das heißt, den seinen Hauch im Nacken werde ich nicht spüren, aber dann ist der Waldhardt wieder dabei, der sich diesmal nicht qualifizieren konnte. Ja, ich werde es ganz locker angehen und schauen wir, was dabei rauskommt. Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall viel Erfolg, alles Gute. Nochmal Gratulation zum Sieg am heutigen Abend und genieß dann den Rest des Abends. Dankeschön und guten Abend. Machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten in der GT2-Klasse, Georg Heger. Von dir ein eher, ich sag jetzt mal, unauffälliges Rennen. Ich denke aber, du wirst genauso viel Action gehabt haben wie jeder andere hier auf der Strecke, da es eigentlich nie einen Moment zum Durchatmen gibt, außer auf der Dettinger Höhe. Und vielleicht kannst du uns mal einen Einblick aus deinem heutigen Rennen geben. Schönen guten Abend, Glückwunsch ans Podium an alle Ankommer. Ja, Quali war super. Erstmal P1 in GT2 für GT2-Fahrzeuge und ich war am Limit auch und hätte vielleicht noch eine halbe Sekunde rausquetschen können, aber habe es dann gelassen. Versucht habe ich es, aber ging einfach nicht heute Abend. Rennen, das war wirklich. Das war so schwierig heute Abend, aber ich bin sauber gestartet, keine Unfälle und sowas, ich bin sauber durchgekommen. Nach der hohen 8, ich glaube in der zweiten Runde, kommt Fieber führt und da habe ich mich um 360 Grad gedreht. Ich denke, das war mein Fahrfehler, ich bin sauber durch die Doppel-S gekommen und bergrunter und dann im letzten Moment bin ich Ticken zu früh aufs Gas. Ich bin
defensiv gefahren und die Reifen sind irgendwie nicht warm geworden und da hat es mich einfach rausgedreht. Glücklicherweise ist kein Unfall passiert, alles rechts und links an mir vorbei geflogen. Und dann habe ich wieder angegast, dann wollte ich wieder aufschließen zu Herbert und hat auch geklappt. Dann in der vierten Runde, kurz vor dem zweiten Karussell, habe ich einen kleinen Fehler gehabt. Da bin ich, glaube ich, leicht in die Bande rein und der Wagen war dann irgendwie krumm. Ich habe dann direkt gemerkt, dass ich die Pace nicht mehr gehen kann. Bin dann in der vierten Runde rein direkt, habe sauber getankt, alles repariert, wieder raus. Habe sofort gemerkt, dass der Wagen jetzt wieder super geht. Da komme ich in den Flugplatz, voll angegast und da steht ein Audi, halb auf der Strecke. Da halb rechts. Und da konnte ich gerade noch so ausweichen, aber es hat mich links noch getroffen. Dann bin ich in die Leitplanke und ja, dann war der Wagen krumm, total fertig. Das Lenkrad hat zu 45 Grad nach links gestanden und da habe ich noch die Runde zu Ende gefahren. Bin sofort wieder an die Box. Hab dann alles reparieren lassen, hab nochmal angegast und ja, was soll ich sagen? Ich habe dann auf einmal gemerkt, dass der Wagen irgendwie instabil ist beim Einlenken, dass ich sofort ins Übersteuern komme und dann habe ich gesehen, dass ich da über 110 Liter am Tank hatte. Hatte vergessen, das Tankvolumen runterzudrehen. Ist auch in der Kürze der Zeit gar nicht möglich, weil man Body und Suspension anpassen muss, dass es überhaupt repariert wird. Ja, und dann habe ich sauber durchgefahren. Hatte hier und da noch heikle Momente. Ganz zum Schluss konnte ich auf der Döttinger Höhe noch Thomas Schmidt überholen. Ja, bin froh, dass ich angekommen bin. Zweiter Platz, soll nicht sein, dass ich Nordschleife mal gewinne. Ist einfach unmöglich. Seit 10 Jahren versuche ich es. Es geht einfach nicht. Das ist so echt zu kotzen. Was soll man machen? Na gut, ist mein eigener Fehler. Das ist einfach so. Und ja, bin froh, dass ich angekommen bin, zum Schluss noch übers Ziel und beim nächsten Rennen werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein, bin im Ausland. Ja, ich wünsche Herbert viel Glück für die nächsten Rennen und gerade eben heute schon zur Meisterschaft. Ja, danke. Ja, dann geht natürlich die Frage für dich ans nächste Rennen dementsprechend erstmal ins Leere. Dann wünsche ich dir viel Spaß im Ausland. Danke dir für das Interview und gratuliere auch dir nochmal zum zweiten Platz am heutigen Abend. Danke. Damit sind wir dann auch schon am Ende, denn auch Thomas Hübner, der Dritte in der GT2-Wertung, ist heute Abend leider nicht bei uns. Dementsprechend bedanke ich mich bei allen Zuschauern fürs Einschalten. Bedanke mich natürlich auch wieder bei den Sponsoren und Partnern der Sport Factory, dem Hotel Tannhof und natürlich auch Racetrack Art für die Unterstützung der Serie und des Streams. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann in 2 Wochen wieder einschalten, wenn wir uns dann aus Polen melden zum nächsten Rennen der Multiclass GT Serie. Und wenn Sie noch nicht genug haben vom GT Simsport, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, nächste Woche Dienstag hier wieder einzuschalten, denn dann steht der nächste Lauf der GT Pro Series an. Mein Kollege Sebastian Gerhardt wird Sie dann begrüßen aus Macau. Auch dort wird sehr viel Rennaction geboten sein. Also nach der guten Rennaction heute hier auf der Nordschleife, dann nächsten Dienstag noch mehr Rennaction von Macau aus den Schluchten der Stadt. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, dann einen guten Start in das Wochenende. Genießen Sie das super Rennwochenende, haben Sie eine schöne Zeit und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.